So, meine Damen und Herren, möchte Sie ganz herzlich zu unserer heutigen Anhörung des Ausschusses für Arbeit und Soziales begrüßen. Die Jalousien sind runtergelassen, damit Sie nicht sehen, was für schönes Wetter es heute ist, dass Sie sich voll und ganz auf Ihre Tätigkeiten konzentrieren können. Gegenstand unserer heutigen öffentlichen Anhörung sind die folgenden Vorlagen. Antrag der AfD-Fraktion, Sofortmaßnahme Armutsbekämpfung bei Rentnern, Drucksache 19/7724. Antrag der FDP-Fraktion, Altersarmut zielgenau bekämpfen, neue Basisrenten schaffen, Drucksache 19/7694. Und, nein, nicht rund, sondern Antrag der Fraktion Die Linke, solidarische Mindestrente einführen, Altersarmut wirksam bekämpfen und das Rentenniveau anheben, Drucksache 19/8555. Und Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen mit der Garantierente Altersarmut bekämpfen, Drucksache 19/9231. Die von den Verbänden, Institutionen und Einzelsachverständigen abgegebenen Stellungnahmen liegen Ihnen auf Ausschussdrucksache 19/11324 vor. Von Ihnen, den hier anwesenden Vertretern und Vertreterinnen der Verbände, Institutionen und von den einzelnen Sachverständigen, möchten wir hören, wie Sie die Vorlagen fachlich beurteilen. Zum Ablauf der Sitzung jetzt einige formale Regularien, die ich Ihnen vorlesen muss. Die uns zur Verfügung stehende Beratungszeit von 90 Minuten wird nach dem üblichen Schlüssel entsprechend ihrer jeweiligen Stärke auf die Fraktionen aufgeteilt. Dabei wechseln die Fragestellerinnen und Fragesteller nach jeder Frage. Das heißt also eine Frage, eine Antwort. Um die knappe Zeit möglichst effektiv zu nutzen, sollten möglichst präzise Fragen gestellt werden, die konkrete Antworten zulassen. Wegen der Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit sind Eingangsstatements der Sachverständigen nicht vorgesehen. Dazu dienen ja im Übrigen auch Ihre vorgelegten schriftlichen Stellungnahmen. Schließlich noch der Hinweis am Ende, dass es am Ende heute eine sogenannte freie Runde gibt von 10 Minuten. Hier können die Fragen noch aus allen Fraktionen kommen. Ich begrüße nun die einzelnen Sachverständigen und rufe sie dafür auf. Von der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, Herrn Alexander Gunkel. Von der Deutschen Rentenversicherung Bund, Herrn Dr. Reinhold Tiede. Vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung e.V., Herrn Prof. Dr. Peter Hahn. Vom Deutschen Gewerkschaftsbund, Herrn Ingo Schäfer. Vom Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband, Gesamtverband e.V., Herrn Dr. Joachim Rock. Und als Einzelsachverständige heiße ich herzlich willkommen Herrn Prof. Dr. Eckhard Bomsdorf, Herrn Prof. Dr. Martin Werding, Herrn Dr. Florian Blank, Herrn Prof. Dr. Christian Hagist sowie Herrn Prof. Dr. Frank Nullmeier. Seien Sie uns ganz herzlich willkommen. Wir beginnen jetzt mit der Befragung der Sachverständigen. Dazu bitte ich, dass gleich zu Beginn die entsprechende Institution bzw. der oder die Sachverständige genannt wird, an die oder den die Frage gerichtet ist. Als erstes hat sich Herr Weiß von der CDU-Fraktion gemeldet. Herr Weiß, Sie haben das Wort. Vielen Dank. Meine Frage richtet sich an die Professoren Dr. Bomsdorf und Dr. Werding. Können Sie uns aus Ihren wissenschaftlichen Arbeiten irgendwelche Hinweise geben, ob sich das Problem der Altersarmut in Deutschland in den kommenden Jahrzehnten gravierend verändern würde? Und bei den ja diversen Vorschlägen, die dieser Anhörung zugrunde liegen, was Sicherung von Rentenansprüchen für Geringverdienende anbelangt, wie weit kann und darf im Rentensystem selbst vom Äquivalenzprinzip und damit von der Relation zwischen eigener Beitragszahlung und Leistung der Rentenversicherung abgewichen werden? Herr Professor Bomsdorf als erstes. Zunächst mal auf die erste Teilfrage. Belastbare Zahlen abzugeben für die Entwicklung der Altersarmut halte ich für äußerst schwierig. Es gibt natürlich verschiedene Visionen, manchmal Horrorvisionen. Ich halte die für überspitzt. Aber ich bin da sehr zurückhaltend. Es ist auch eine Frage der Definition der Altersarmut, was wir also dazu zählen. Altersarmut muss da bekämpft werden, wo sie entsteht. Und das ist für mich in der Zeit vor der Rente, nicht durch ein Aufmöbeln der Rente.
Und das, was häufig gerne übersehen wird, ist, dass wir zwei verschiedene Bereiche haben. Einmal die Rente, die nach dem Äquivalenzprinzip aufgebaut ist. Das heißt, wer mehr Beiträge zahlt, mehr Entgeltpunkte, vereinfacht gesagt, erwirbt auch eine höhere Rente. Und dass wir andererseits ein Fürsorgeprinzip haben, das dort greifen soll, wo eben die eigenen Mittel nicht ausreichen. Und das wird eben häufig miteinander vermengt und das sehe ich als kritisch an. Das wird auch in diesen Anträgen hier natürlich gemacht. Man muss da eine grundsätzliche Entscheidung treffen, ob man das möchte, diese Vermengung. Der Wunsch der Rentenempfänger, auf jeden Fall mehr zu erhalten als jemand, der in der Grundsicherung ist, der ist durchaus legitim, er ist verständlich. Er erkennt eben aber doch, dass die Grundsicherung eine ganz andere Leistung ist und dass wir diese beiden Bereiche eigentlich trennen müssen. Und nochmal, ich bin skeptisch gegenüber der Meinung, dass die Rente dazu da ist, Altersarmut zu bekämpfen. Wir müssen die Altersarmut dort bekämpfen, wo sie im Grunde beginnt, nämlich in der Arbeitszeit und nicht an den Symptomen herumdoktoren, wie das jetzt vielfältig gemacht wird. Danke. Vielen Dank, Herr Professor Wurmsdorf. Herr Professor Werding. Ja, vielen Dank. Ich beginne mal auch mit der ersten Teilfrage, der Frage nach der Definition und Messung von Altersarmut. Und die wissenschaftliche Redlichkeit gebietet es darauf hinzuweisen, dass es tatsächlich keine wissenschaftlich einwandfreien Definitionen von Armutsgrenzen, Armutssituationen gibt. Es gibt Forschungstraditionen, die auch sehr wichtig sind. Aber im Kern haben wir natürlich eine normative Entscheidung, wo bestimmte Sicherungsniveaus oder auch bestimmte Einkommensungleichheiten hier dann im Alter irgendwie für so groß gefunden werden, dass da irgendwo Armut als sozialpolitisches Problem dann gesehen wird und auch bekämpft werden soll. Nicht die gängigen Maße, das ist auch aus den Vorlagen für die heutige Sitzung ja deutlich, beschränken sich entweder darauf zu schauen, wer bezieht denn Grundsicherungsleistung. Das erkennt im Grunde den normativen Charakter an, weil man sagt, es ist eine politische Definition, wo wir intervenieren wollen gegen Einkommensarmut. Es gibt andere Verfahren, die in der Wissenschaft gängig sind, auch in der Politikberatung sehr ernst genommen werden, aber nicht wirklich politikmächtig geworden sind bislang, nämlich diese statistische Messung, wo man Armut oder dann Armutsrisiken an einer bestimmten Höhe, 50% Armut, 60% Armutsrisiko des bedarfsgewichteten Medianeinkommens misst. Solche Maße sind quasi Standards der empirischen Forschung, als solche auch wertvoll, weil man über die Zeit, über verschiedene Verteilungen gucken kann, wie sich Dinge ändern. Aber ob das Armut ist, ist natürlich letzten Endes auch eher eine Frage der Bezeichnung. In beiden Fällen haben wir Schwächen, sowohl der Definition als auch der Messbarkeit. Nicht die reinen Grundsicherungsquoten, da gibt es verschämte Armut möglicherweise, die man eben nicht sieht, wenn man auf solche Zahlen schaut. Bei der statistisch gemessenen Armut, wenn man die einzelnen Stufen durchgeht, die Schemata der Bedarfsgewichtung, die Setzung von Grenzen wie 50% oder 60%, an all dem kann man also durchaus so seine Zweifel haben. Trotzdem, wenn man sich diese Zahlen anschaut, mal sieht, wie ist aktuell die Situation, stellt man regelmäßig fest, dass Armut und Armutsrisiken für Bezieher gesetzlicher Renten unterdurchschnittlich sind, verglichen mit der restlichen der Gesamtbevölkerung. Ernst zu nehmen sind durchaus die Zahlen, die Herr Birkwald da vorgetragen hat, wo er sagt, wenn man nur auf die Rentner guckt, also im Alter die Pensionäre rausnimmt, dann nähern sich die Dinge doch sehr an, dann sind Rentner durchschnittlich von Armutsrisiken betroffen. In der Grundsicherung selber sind sie weit unterproportional. Die daran anschließende Frage, ob grundlegende Verschlechterungen voraussehbar sind, nicht? Da muss man natürlich ein Stück weit dann in Vorausberechnungen gehen, die weitere Unsicherheiten erstmal mit sich bringen. Die aus meiner Sicht seriösesten Arbeiten dieser Art vom Max-Planck-Institut in München, vom DIW zusammen mit dem ZEW oder auch von Herrn Kaltenborn im Auftrag der Deutschen Rentenversicherung zeigen, dass hier für die nächsten, je nach Zeithorizont, 15, 20 Jahre ein gewisser Anstieg aller Maße der Grundsicherungsquoten von Rentnern als auch der Armutsrisikoquoten nach der statistischen Definition abzusehen sind. Also die Armutsrisikoquote in der üblichen Art sagt, es sind 16% der Rentner, die armutsgefährdet sind.
Das steigt nach den Vorausberechnungen, die diese Größe dann auch in die Zukunft fortschreiben, auf Werte um die 20% bis 2030, 35. Das ist ein Anstieg, aber er ist vielleicht nicht dramatisch. Und dasselbe gilt auch für die Grundsicherungsquoten von Rentnern, die aktuell so bei ungefähr 3% liegen und dann je nach Vorausberechnung ja, auf 5, eventuell ein bisschen mehr Prozentpunkte steigen können. Das ist ein Anstieg. Die Gründe werden teilweise in Vorlagen auch diskutiert, aber ich würde es jetzt nicht dramatisch nennen. Vielen Dank, Professor Werding. An dieser Stelle möchte ich noch einmal die parlamentarische Staatssekretärin Frau Kramme ganz herzlich begrüßen. Und als nächste Fragestellerin habe ich Frau Mandala von der CDU-CSU-Fraktion. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe auch eine Frage, die sich eher an Professor Bomsdorf und Professor Werding richtet. Laut Antrag der FDP-Fraktion soll die Beantragung und Auszahlung der Basisrente und der Grundsicherung im Alter unter dem Dach der gesetzlichen Rentenversicherung zusammengeführt werden. Und der Antrag lässt aber durchaus offen, ob die Rentenversicherungsträger dann auch die bei der Grundsicherung erforderte Bedarfs- und Bedürftigkeitsprüfung vornehmen sollen. Kann die deutsche Rentenversicherung überhaupt eine Bedürftigkeitsprüfung oder Bedarfsprüfung gegebenenfalls in abgeschwächter Form durchführen? Und falls ja, welcher Verwaltungsaufwand entstünde bei den Rentenversicherungsträgern, wenn diese die Bedarfs- und Bedürftigkeitsprüfung durchführen sollen? Und ich habe eine zweite Frage. Wie beurteilen Sie den Umstand, dass für die Bedarfs- und Bedürftigkeitsprüfung von Anspruchsberechtigten und Bedarfsgemeinschaften dann mitunter mehrere Leistungsträger zuständig sein könnten und verschiedene Kriterien in Bezug auf das Schonvermögen gelten sollen? Vielen Dank, Herr Professor Bomsdorf. Ich fange mal mit dem zweiten Teil der Frage an, aus gutem Grund. Wenn verschiedene Leistungsträger zuständig sind, wird es natürlich schwierig. Ganz einfach nehmen Sie das Beispiel, dass, wenn wir jetzt den Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen nehmen, die so eine Zusammenführung von Ansprüchen haben wollen, der Ehepartner, Ehepartnerinnen, die es da gibt, dann ist es natürlich schwierig, wenn eine Person eine Rente hat, die andere Person hat eine Pension. Da ist dieses Zusammenführen sicher etwas kritisch zu sehen. Es ist ja grundsätzlich die Frage, gibt es eine Bedarfsprüfung, gibt es keine Bedarfsprüfung? Da könnte man sich auch im Detail dazu äußern. Was die erste Frage angeht, ob die Rentenversicherung das leisten kann. Ich bin ja der Meinung, die Rentenversicherung kann sehr viel leisten. Aber ob sie das leisten kann, das weiß ich nicht. Da würde ich meine Minute, die mir noch zusteht, gerne an Herrn Tiede übergeben. Ehrlicherweise. Das ist leider nicht zulässig. Aber als nächstes hat Herr Professor Werding das Wort. Herr Professor Werding. Ja, dann greife ich das mal kurz auf. Wir hatten bisher ja wirklich eine relativ klare Arbeitsteilung zwischen einer gesetzlichen Rente, die im Wesentlichen nach dem Äquivalenzprinzip gestrickt ist, und dann eine Grundsicherung im Alter. Eigentlich ja relativ jung, auch erst in der Entstehung, und gemeint, Rahmenbedingungen zu schaffen, wo verschämte Armut keine so große Rolle mehr spielt wie in der Zeit davor. Aus ökonomischer Sicht gibt es dann im Grunde wenig Gründe, diese Dinge zu vermischen. Wenn man natürlich jetzt politisch denkt und die öffentliche Diskussionslage anschaut, stellt man schon fest, das Grundsicherungssystem genießt, ich meine zu Unrecht, einen sehr schlechten Ruf, und es wäre nicht ungeschickt für den einen oder anderen, der ja da eine gewisse Aufstockung auf seine gesetzliche Rente von erwarten kann, nach dem jeweils geltenden Recht die Grundsicherungsstelle gar nicht in Erscheinung treten zu lassen. In dem Sinne, soweit man mit dem Vorschlag der FDP-Fraktion nicht weitergeht, als dass man im Grunde ein Frontend einrichtet, wo die Beantragung und die Auszahlung über die gesetzliche Rentenversicherung abgewickelt wird, tauchen auch schon Probleme auf, was die Verwaltbarkeit betrifft. Aber wir bewegen uns vielleicht noch in einem Bereich, der sich administrativ bewältigen lässt. Die Administration eines solchen Systems wirklich der DRV zu übertragen, ist nach meinem Kenntnisstand, was die Daten, die der DRV vorliegen, was die verwaltungsmäßigen Kapazitäten betrifft, die Erfahrung, die sie hat mit Einkommensprüfung, Bedarfsprüfung, Bedürftigkeitsprüfung, zumindest aus heutiger Sicht schlicht nicht machbar. Und man würde dann eben Doppelstrukturen schaffen müssen, die wir an anderer Stelle ja schon haben, und damit sicherlich einen sehr hohen Verwaltungsaufwand produzieren. Also den Gedanken finde ich durchaus reizvoll, zu gucken, wie kann man das durchaus so, dass die Mehrzahl der Betroffenen, die hier zusätzlich zu einer gesetzlichen Rente, die ihnen zusteht, auch noch einen gewissen aufstockenden Betrag über Grundsicherungsregeln, die sich gegenüber den heutigen meinetwegen dann auch ändern können,
empfangen? Wie kann man das für Sie im Grunde bemänteln? Das ist durchaus reizvoll, aber es ist, schafft tatsächlich auch eine ganze Reihe von Schwierigkeiten, über die man erst sorgfältig nachdenken sollte. Nicht mehrere Leistungsträger, ja im Grunde haben wir die natürlich dann bisher auch schon. Es gibt eben dann eine gesetzliche Rente, die mit geringem Verwaltungsaufwand automatisch Monat um Monat gezahlt wird und eine andere Verwaltungsstelle, die für den Rest zuständig ist. Das heißt, aus der Nummer kommt man so ohne weiteres nicht raus. Aber da Dinge zu doppeln und zusätzlichen Verwaltungsaufwand in der DRV zu produzieren, da wird es schwierig, so schön es auch wäre, politisch, jetzt ökonomisch, wie gesagt, ist das Thema eigentlich sowieso weitgehend substanzlos. So schön es wäre, wenn man da die Dinge etwas smoother, etwas gängiger abwickeln, etwas lässiger abwickeln könnte für die Betroffenen. Thema, über das man dann aber eigentlich reden sollte, und da gehört es hin, sind im Grunde die Bedingungen, nach denen Grundsicherung aufstockend geleistet wird. Die Frage von Freibeträgen, prozentualen Freistellung von Schonvermögen, das wäre besser an einer Stelle klar geregelt und kann im Zusammenspiel der bisherigen Systeme ja auch durchaus dann bewältigt werden. Vielen Dank, Herr Professor Werding. Als nächstes hat Herr Weiler das Wort. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank an die Teilnehmer vorab schon. Die Vorschläge sehen zum Teil die Ausweitung der Rentenleistungen bzw. Auszahlung der bedarfsorientierten Leistungen über die Rentenversicherung vor. Dazu habe ich eine Frage an die deutsche Rentenversicherung, und zwar: Wie viele Renten exportiert die deutsche Rentenversicherung bereits heute ins Ausland? Dann die zweite Frage, die wäre an die Rentenversicherung plus an BDA. Wie hoch beurteilen Sie das Risiko, dass durch die vorgeschlagenen Maßnahmen anstelle von bisher nur im Inland zu zahlenden Grundsicherungsleistungen nun weitere auch ins Ausland, also in die EU, aber auch international exportierbare Leistungen geschaffen werden? Das heißt, dass wir dort auch im Ausland Ansprüche schaffen werden. Danke. Vielen Dank, Herr Weiler. An wen ging die zweite Frage? Auch an Herrn Dr. Thiel? An Rentenversicherung und BDA. Ach so, also Herr Dr. Thiel als erstes. Ja, schönen Dank. Wir haben heute ja etwa gut 25 Millionen Renten insgesamt zu zahlen. Davon gehen gut 10% ins Ausland. Also etwa 2,6, 2,7 Millionen Renten werden heute ins Ausland gezahlt, exportiert also. Zu Ihrer zweiten, das sind nicht nur Renten an Ausländer, das sind auch Renten an Deutsche, die jetzt im Ausland leben. Die zweite Frage, wenn ich sie gleich mitbeantworten kann, das Risiko, dass zusätzliche Leistungen ins Ausland zu exportieren würden, werden müssten, wenn wir Leistungen der Grundsicherung mit auszahlen, das ist sicherlich groß. Faktisch ist es ja so, dass alle Leistungen der Rentenversicherung in das EU-Ausland gezahlt werden und in die sogenannten Vertragsstaaten, also Staaten, mit denen Deutschland Sozialversicherungsabkommen hat. Das sind über 20 inzwischen. Wie groß jetzt das Risiko konkret wird, wird stark davon abhängen, wie die konkrete Regelung aussieht. Wenn die Rentenversicherung allein Leistungen auszahlt, die aber keine Renten sind, ist das Risiko auch größer als heute, aber nicht so groß, als wenn eine neue Leistung der Rentenversicherung geschaffen wird, die auch von der Rente administriert wird und ermittelt wird. Dann ist das Risiko, das ins Ausland zahlen zu müssen, sehr viel höher als bei der Grundsicherung. Aber auch wenn die Rentenversicherung nur Auszahlungsinstrument ist, ist das Risiko durchaus höher als heute. Da sind wir ein bisschen darauf angewiesen, was der EuGH letztlich urteilen wird, wenn irgendjemand klagt. Das weiß natürlich keiner so genau. Vielen Dank, Herr Dr. Thiele. Herr Gunkel. Ja, aus dem europäischen Recht heraus kann sich die Pflicht ergeben, im Inland zu gewährende Leistungen der sozialen Sicherheit auch an Bezieher im Ausland. Herr Gunkel, das Mikrofon ein bisschen nach vorne nehmen. Auch an Bezieher im Ausland zu gewähren. Wann das konkrete Fall ist, hängt von der jeweiligen Ausgestaltung der Sozialleistung ab. Im Grundsatz müssen heute Renten der gesetzlichen Rentenversicherung, Herr Dr. Thiele hat es gesagt, ins Ausland exportiert werden und Leistungen der Grundsicherung nicht. Allerdings ist für die Frage der Exportpflicht nicht entscheidend, wer Träger der Sozialleistung ist. Also es ist nicht per se so, dass Leistungen der Rentenversicherung generell immer exportiert werden müssen, beziehungsweise umgekehrt Leistungen der Grundsicherung, das ist mir wichtig, nicht. Eine Ausnahme von der Exportpflicht von Sozialleistungen kann vor allem dann bestehen, wenn es sich um eine besondere beitragsunabhängige Geldleistung im Sinne der einschlägigen EU-Verordnung handelt. Die Gewährung und Berechnung der Leistung darf dann aber nicht von Beiträgen der Leistungsempfänger abhängen. Wenn also
wie das zum Beispiel nach Anträgen, die hier vorliegen oder auch im Koalitionsvertrag vorgesehen ist, in der Grundsicherung ein Freibetrag für den Fall vorgesehen wird, dass abhängig vom Beitragsleistungen zur Rentenversicherung ein Freibetrag und damit eine höhere Grundsicherung gewährt werden soll, dann spricht sicherlich sehr viel für eine Exportpflicht. Aber nochmal, das hängt von der konkreten Ausgestaltung ab. Wenn es zur Exportpflicht kommt, dann muss man natürlich berücksichtigen, dass es dann zu einem höheren Verwaltungsaufwand kommt, zu höheren Kosten und dass auch die Empfängerzahlungen höher sind. Und darüber hinaus kann sich nicht nur aufgrund von EU-Recht, sondern auch aufgrund der gut 20 Sozialversicherungsabkommen, die Deutschland hat, zum Beispiel mit den Vereinigten Staaten von Amerika oder in Türkei, auch daraus kann sich ergeben, dass eine solche Sozialleistung dann exportpflichtig wird. Vielen Dank, Herr Gunkel. Als nächstes Herr Heinrich. Ganz herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe eine Frage an Herrn Gunkel vom BDA und an Herrn Schäfer vom DGB. Die Schnittmenge der vier Anträge, auf deren Grundlage wir heute die Anhörung machen, ist ja das Wort Altersarmut, beziehungsweise einmal wird gesagt Armut bei Rentnern. Verschiedene Ansätze. Wie bewerten Sie den Ansatz, die Rente nach Mindestentgeltpunkten dauerhaft oder befristet zu verlängern? Beziehungsweise halten Sie das für ein geeignetes Mittel hinsichtlich der Zielsetzung, nämlich der Bekämpfung von Altersarmut? Vielen Dank. Herr Gunkel. Die Rente nach Mindestentgeltpunkten ist bislang noch geltendes Recht, läuft aber aus. Ich meine, dass der Gesetzgeber diese Rente aus guten Gründen beendet hat, weil sie nicht hinreichend zielgenau ist. Die Rente nach Mindestentgeltpunkten wird von der Rentenversicherung an all diejenigen gewährt, die 35 Jahre mit rentenrechtlichen Zeiten haben und dieser Zeit nur relativ geringe Pflichtbeiträge entrichtet haben. Dann findet eine Rentenaufstockung statt. Die Rentenversicherung weiß aber weder in der Phase der Beitragszahlung noch in der Phase der Rentenentrichtung, ob es sich tatsächlich um Personen handelt, die über geringes Einkommen oder Vermögen verfügen. Deshalb ist es, kann diese Leistung also nicht zielgenau sein, um Altersarmut zu bekämpfen. Und wenn wir konkret diejenigen nehmen, die 35 Jahre lang auch ein nur geringes Entgelt erzielt haben, 35 Erwerbsjahre aufweisen, dann weiß der Alterssicherungsbericht der Bundesregierung aus, dass diese Personengruppe ein extrem niedriges Risiko hat, später altersarm zu werden. Diese Personengruppe ist gerade mal zu 1% auf ergänzende Grundsicherung angewiesen. Vor diesem Hintergrund wäre die Rente nach Mindestentgeltpunkten sehr wenig zielgenau bei der Bekämpfung der Altersarmut und würde allerdings bei ihrer Fortsetzung einen hohen Milliardenaufwand erfordern. Vielen Dank, Herr Gunkel. Herr Schäfer. Ja, vielen Dank. Aus unserer Sicht ist die Rente nach Mindestentgeltpunkten durchaus ein angemessenes Instrument, strukturelle und sonstige Diskriminierung am Arbeitsmarkt aus der Vergangenheit nachträglich in der Rente zu berücksichtigen. Das wurde 1972 eingeführt, eine solche Regelung, 1992 dann nochmal verlängert, jeweils geltend für die Vergangenheit, jemals mit dem Hinweis darauf, dass es in der Vergangenheit offensichtlich Tatbestände gegeben hat, die schlechte Beitragsleistungen ermöglicht haben. Auch hier sehen wir den Grund, dass es weiterhin so ist. Wir haben erst seit 2015 überhaupt einen gesetzlichen Mindestlohn. Zuvor durften sehr niedrige Beiträge und Löhne gezahlt werden. Und selbst ein Mindestlohn führt nach 45 Jahren nach geltendem Recht nicht zu einer Rente, auch nur in der Nähe einer durchschnittlichen Hilfe, Sozialhilfe in Deutschland. Insofern sehen wir hier ein Legitimationsproblem der gesetzlichen Rentenversicherung. Die berechtigten Einwände, Teilzeit versus Vollzeit, könnte man dadurch berücksichtigen, dass man zumindest für die Zukunft auch Stundenmeldungen der Arbeitgeber vorschreiben würde. Sprich, dass mit der Entgeltabrechnung auch die Arbeitsstunden gemeldet werden, dann könnte man dem ein bisschen entgegen begegnen. Und man könnte in Anlehnung an den Mindestlohn auch festlegen, dass ein Mindestbeitrag zur gesetzlichen Rentenversicherung beispielsweise gezahlt wird, der das Ziel einer zumindest im typisierenden Verlauf eines erfüllten Erwerbslebens zu einer auskömmlichen Rente führt. Und dann hätte man auch einen Punkt, wo man sagt, die alte Regelung gilt bis zur Einführung einer Mindestbeitragsvermessungsgrundlage. Und nach vorne hin hat man dann ein sozusagen ursachenadäquates Instrument am Arbeitsmarkt, nämlich dort, wo Leute aus geringen Löhnen heraus nicht genug Beiträge entrichten können, entrichten man zusätzliche Beiträge. Und aus unserer Sicht wäre hier natürlich der Arbeitgeber der korrekte Adressat, weil er natürlich die Verantwortung für die geringen Löhne an dieser Stelle trägt. Entschuldigung. Vielen Dank, Herr Schäfer. Als nächstes Herr Straubinger. Dankeschön, Herr Vorsitzender.
Der Antrag der Linken sieht ja vor, dass neben der Erhöhung des Rentenniveaus auch die Erhöhung des Beitragssatzes also mit vorgesehen ist. Welche finanziellen Auswirkungen hätte die Erhöhung des Rentenniveaus von bisher 48 auf 53% einmal auf den Bundeszuschuss oder möglicherweise auf die Beiträge? Und wenn wir dies sofort umsetzen würden, was hätte das für Folgen dann auch mit in der Zukunft angesichts der demografischen Entwicklung? Ich bitte den Herrn Gunkel und den Herrn Tiede. Herr Gunkel. Nach dem Antrag der Fraktion der Linken ist sofort vorgesehen eine Beitragssatzanhebung um 1,3 Prozentpunkte. 1,3 Prozentpunkte entsprechen einer Mehrbelastung für Beitragszahler und Steuerzahler von 20 Milliarden Euro. Aber natürlich würde die Aufrechterhaltung eines Rentenniveaus von 53%, wie es gefordert ist, auch langfristig zusätzliche Ausgaben erfordern. Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Beitragssatz zur Rentenversicherung, der heute bei 18,6% liegt, langfristig, ich nehme hier als Bezugsjahr das Jahr 2040, nach einschlägigen Vorausberechnungen ohnehin schon auf 24% steigen würde. Wenn wir jetzt ein Rentenniveau von 53%, wie im Antrag der Linken angestrebt, unterstellen würden, dann würde sich ein Beitragssatz von rund 30% ergeben. Wenn wir das dann nochmal in Verbindung setzen zum Anstieg der übrigen Beitragssätze in den Sozialversicherungsbeiträgen, der nach geltendem Recht zusammengenommen sich auf 50% beläuft, also ein Beitragssatz von 50% in allen Sozialversicherungszweigen im Bereich des Jahres 2040, dann würde also ein um 6 Prozentpunkte höherer Beitragssatz dann bedeuten, dass wir dann bei 56% insgesamt beim Beitragssatz liegen. Nach mehreren Untersuchungen führen höhere Beitragssätze zu einem niedrigen Wachstum und zu negativen Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt. Eine Studie von Prognos hat ausgewiesen, ein zusätzlicher Beitragssatzpunkt bedeutet langfristig 90% weniger Arbeitsplätze. Und als Letztes möchte ich noch darauf hinweisen, dass Deutschland, wie die OECD erst neulich noch mal aufgezeigt hat, hinsichtlich der Belastung des Faktors Arbeit ganz an der Spitze liegt. Beim alleinverdienten Durchschnittsverdiener hat nur noch Belgien eine höhere Belastung. Vielen Dank, Herr Gunkel. Herr Dr. Tiede. Ja, die Frage ist relativ schwer zu beantworten, weil der Antrag der Linken, der Fraktion der Linken, ja eine ganze Reihe von Maßnahmen vorsieht, also ein ganzes Set an Maßnahmen. Und es dann sehr schwer ist, die Wechselwirkung zwischen diesen Maßnahmen auch zu berücksichtigen. Deswegen würde ich mich gern darauf beschränken, auf zwei oder drei Faustregeln, die man dann immer anwenden kann, wenn man sich solche Fragen stellt. Eine Faustregel ist, 2 Prozentpunkte Rentenniveau anheben. Wenn man das denn tun will, über eine höhere Rentenzahlung. Man kann Rentenniveau ja auch anders anheben, aber über eine höhere Rentenzahlung, 2 Prozentpunkte mehr Rentenniveau kostet etwa einen Beitragssatzpunkt. Wenn ich also von 48 auf 53 gehe, ist das als Faustregel, sind das dann etwa 2,5 Beitragssatzpunkte ab sofort. Auf der anderen Seite gibt es eine ähnliche Faustregel für die zusätzlichen Ausgaben des Bundeszuschusses. Und die Faustregel sagt, ein Beitragssatzpunkt mehr kostet etwa 2,3 Milliarden Euro Bundeszuschuss mehr. Und wenn man das beides zusammennimmt, dann würde man sagen, dieser Anstieg des Rentenniveaus von 48 auf 53 würde in dieser isolierten Betrachtung in so eine Größenordnung von 5, 6, vielleicht ein bisschen drüber Milliarden zusätzlichen Bundeszuschuss kosten. Allerdings wirklich mit großer Vorsicht zu genießen, weil es sind sehr viele Wechselwirkungen in diesem Antrag drin. Es sind auch sehr viele Wechselwirkungen, die im Augenblick aus dem schon bestehenden Rentenrecht ausgehen. Wir haben ja jetzt gerade erst eingeführt diesen Einstiegsbereich unten, wo wir nicht genau wissen, was passiert da und was wird das für Auswirkungen haben auf Menschen mit niedrigen Einkünften. Alles das zusammengenommen wirkt sich natürlich dann auf die erforderlichen Mehrausgaben aus. Und von daher bin ich sehr vorsichtig, das heute konkret zu benennen, insbesondere dann, solange kein konkreter Gesetzentwurf vorliegt, bei dem man genau sehen kann, wie sollen die Wechselwirkungen sein. In dem Antrag sind ja die grundsätzlichen Linien nur aufgezeichnet, nicht die ganz konkrete Ausgestaltung. Vielen Dank, Herr Dr. Tiede. Herr Weiß. Herr Weiler, Entschuldigung, das war verbessert hier.
Kein Problem, Herr Vorsitzender. Ich habe eine Frage noch zum Abschluss an Herrn Dr. Bomsdorf. Wie bewerten Sie den Ansatz, die Rente nach Mindestentgeltpunkten dauerhaft oder befristet zu verlängern? Oder sind die bereits heute im Gesetz verankerten Nachfolgeregelungen für Kindererziehende nach Ihrer Auffassung ausreichend und auch wirksam? Danke. Herr Professor Bomsdorf, die 1,5 Minuten Antwort. Wir haben ja eben schon kurz über die Mindestentgeltpunkte gesprochen. Hier geht es um die Kindererziehungszeiten. Das wäre natürlich eine Möglichkeit, das fortzusetzen, wobei man sagen muss, das ist leider auf einem relativ niedrigen Niveau, was da zusätzlich gegeben wird, aber es wäre denkbar. Und man muss auch hier natürlich wieder bedenken, dass man das Problem hat mit Teilzeitbeschäftigung und Vollzeitbeschäftigung. Das müsste man im Einzelfall lösen. Machbar ist es, ob es in jedem Fall zielführend ist, da müsste man sich genau die Zahlen dann nochmal anschauen. Danke. Vielen Dank, Herr Professor Bomsdorf. Damit sind wir am Ende der Fragerunde der CDU anbelangt und kommen jetzt zur Fragerunde der SPD-Fraktion. Und da hat sich als erstes Herr Kapschak gemeldet. Herr Kapschak, Sie haben das Wort. Vielen Dank. Meine erste Frage geht an Herrn Dr. Blank und an den DGB und sie lautet, wie ordnen Sie die vorgeschlagenen Freibetragsmodelle ein? Handelt es sich zum Beispiel bei der sogenannten Basisrente tatsächlich um eine Rente, die Lebensleistung von Frauen und Männern honoriert? Vielen Dank, Herr Blank. Ja, Herr Kapschak, vielen Dank für die Frage. Diese Freibetragsmodelle, die in den beiden Anträgen vorgeschlagen werden, fügen sich hier ein in weitere Forderungen von Verbänden, da sozusagen eine Gleichbehandlung verschiedener Alterseinkünfte herzustellen, nachdem ja Renten aus Riester-Verträgen und aus der betrieblichen Altersversorgung ja schon über Freibeträge von der Grundsicherung anteilig ausgenommen werden, von der Anrechnung auf die Grundsicherung. Insofern ist das nichts Neues, sondern eine Erweiterung letztendlich schon bestehender Mechanismen, die mit anderen Details ja auch im aktuellen Vorschlag aus dem BMAS, wie gesagt, mit anderen Details vorgesehen sind. Es handelt sich hier dann um eine Besserstellung letztendlich von denjenigen Beziehern von Grundsicherungsleistungen, die darüber hinaus noch andere Einkommensquellen haben. Insofern werden natürlich Vorleistungen in einem geringen Umfang honoriert. Ob das jetzt allerdings eine wirkliche Basisrente wäre, da würde ich zumindest auch bei dem Label noch mal genauer hingucken, weil es ja nun wirklich darum geht, die Grundsicherung anders aufzustellen mit durchaus unklaren Wirkungen. Im ersten Schritt geht es ja dann darum, die Grundsicherung einfacher zugänglich zu machen, denn je mehr sozusagen Einkünfte angerechnet oder von der Anrechnung frei bleiben, umso mehr Menschen haben potenziell Anspruch letztendlich auf die Sozialhilfeleistung Grundsicherung im Alter. Es handelt sich damit einmal um eine Ausdehnung letztendlich des Grundsicherungssystems, aber nicht um einen Ansatz, der dazu beiträgt, dass Leute wirklich von der Grundsicherung frei sind, also Alterseinkünfte beziehen, die auf jeden Fall nach einer langen Erwerbsbiografie oberhalb des Grundsicherungsniveaus liegen. Vielen Dank, Herr Dr. Blank. Herr Schäfer. Ja, vielen Dank. Aus unserer Sicht ist eine Freibetragsregelung der Grundsicherung, so sympathisch sie grundsätzlich ist, natürlich keine Rente. Sie ist explizit keine Rente, weil sie sich am Ende natürlich überhaupt nicht mehr an einem rentensystematischen Verlauf in irgendeiner Form interessiert, sondern ausschließlich in Frage des sozialhilferechtlichen Existenzminimums bestimmte Einkommensbeträge nicht angerechnet werden. Das heißt, wir bewegen uns logisch vollständig im Sozialhilferecht und rechnen dann teilweise bestimmte Einkommensformen, wie Herr Blank sagte, nicht an. Das ist das Gegenteil von der gesetzlichen Rente, die ursprünglich auf meinen eigenen Beiträgen beruht und eben ohne jede weitere Einkommens- und Vermögens- und Haushaltsprüfung ausgezahlt wird. Und das aus unserer Sicht ist auch das, was Menschen und was sie beschäftigt mit einer Rente verbinden, tatsächlich ein durch eigene Leistung erworbener Anspruch ohne Bedürftigkeitsprüfung und ohne Einkommensanrechnung. Entschuldigung. Vielen Dank, Herr Schäfer. Danke, Herr Schäfer. Als nächstes wieder Herr Kapschak. Vielen Dank. Meine zweite Frage geht an Professor Hahn vom DIW. Wir haben es ja eben schon gehört. Laut Antrag der FDP-Fraktion sollen Ansprüche aus der gesetzlichen Rente zu 20% anrechnungsfrei in der Grundsicherung bleiben. Wie viele Personen würden dadurch zusätzlich zu Empfängern der Grundsicherung? Vielen Dank, Herr Kapschap. Herr Professor Hahn. Ja, danke schön. Grundsätzlich ist es so bei Freibetragsregelungen, die nicht gedeckelt sind,
ist extrem schwierig, das einzuschränken. Das wird sehr viele Leute betreffen. Das abzuschätzen ist natürlich auch nicht ganz trivial. Man muss mit Umfragedaten, Simulationsmodellen das machen. Wenn wir das auf Basis des SERPs uns angucken, kommt man zur Berechnung, dass etwa 1 Million davon betroffen sein könnten. Allerdings ist hier ganz wichtig zu betonen, dann nehmen wir an, dass alle Leute diese Leistung auch wirklich in Anspruch nehmen. Ne? Wir wissen ja, die Nichtinanspruchnahme von Grundsicherungsleistungen ist relativ hoch. Das heißt, diese Zahl lässt sich auch wieder dementsprechend runterrechnen, wenn nur 50% in Anspruch nehmen würden. Wichtig ist vielleicht auch noch, das in Relation zu setzen. Wir haben ja derzeit ungefähr 500.000 Personen, die Grundsicherung aufgrund von Altersgrenzen sozusagen beziehen. Das heißt, es würde mehr als eine Verdoppelung sicherlich bedeuten, also ein sehr großer Personenkreis. Vielen Dank, Professor Hahn. Herr Kapschak. Ja, meine dritte Frage geht an die Rentenversicherung. Bund ist eben schon mal gestellt worden, aber nicht an die Rentenversicherung. Und zwar geht es um die Frage, dass ja laut Antrag der FDP die Beantragung und Auszahlung der Basisrente und der Grundsicherung im Alter unter dem Dach der gesetzlichen Rentenversicherung stattfinden soll. Uns würde interessieren, wie sehen Sie den Aufwand, der da für die Rentenversicherungsträger entsteht? Und wie beurteilen Sie den Umstand, dass es unter Umständen mehrere Leistungsträger geben könnte, die bei der Bedürftigkeitsprüfung ins Spiel kommen? Vielen Dank, Herr Kapschak. Herr Dr. Thiele. Ja, ich habe mir eben schon Notizen gemacht, als die Frage kam. Also zum einen glaube ich, man sollte gar nicht sagen, dass es eventuell verschiedene Leistungsträger gibt, sondern es gibt dann ganz sicher verschiedene Leistungsträger, weil ja von den Grundsicherungsbeziehern etwa 1/4 gar keine gesetzliche Rente bekommt. 1/4 der Grundsicherungsbezieher hat keine gesetzliche Rente und von daher würde die Rentenversicherung da auch gar nichts administrieren können. Also sie wäre nur für die anderen 3/4 der Grundsicherungsbezieher allenfalls zuständig. Bei diesen anderen wäre das, was wir im Augenblick als Rentenversicherung an Infrastruktur haben, nicht geeignet für die Maßnahmen, die da erforderlich wären. Man muss ja da sauber unterscheiden. Es geht ja bei der Grundsicherung immer einerseits um die Bedarfsermittlung und dann um die Bedürftigkeitsprüfung. Wird gerne in einen Topf geworfen, aber es sind zwei sehr unterschiedliche Dinge. Bei der Bedarfsermittlung geht es darum, dass man individuell ermittelt, wie hoch ist der notwendige existenzsichernde Bedarf eines Einzelnen. Da geht es um Wohnkosten, da geht es um besondere gesundheitliche Einschränkungen, die mehr Bedarf verursachen. Da geht es bis hin zu individuellen Einzelübernahmen von Schulden oder Beiträgen zu irgendwelchen Versicherungen und Ähnlichem. Das müsste im Einzelnen ermittelt werden, im Einzelfall. Das kann die Rentenversicherung nicht. Das wird in der Grundsicherung heute auch in aller Regel nicht in einem Antragsverfahren gemacht, sondern direkt vor Ort im Gespräch mit den Betroffenen. Und dann gibt es daneben die Bedürftigkeitsprüfung. Da wird nämlich geguckt, wenn ich ermittelt habe, wie hoch ist der notwendige Bedarf des Einzelnen, wird geguckt, hat er denn genug Einkommen und Vermögen, um das zu decken? Zunächst muss er sein Vermögen verwerten, anschließend dann wird geguckt, was ist an Einkommen da. Und das müsste auch wiederum direkt vor Ort geprüft werden. Denn es muss ja zum Beispiel geschaut werden, hat er vielleicht nicht eher ein Wohngeldanspruch, der dann vermeidet, dass überhaupt in Grundsicherung kommt. Alles das kann die Rentenversicherung nicht. Wenn die Rentenversicherung dazu gesetzlich verpflichtet würde, das zu tun, müssten wir entsprechende Strukturen vor Ort, das wären dann kommunale Strukturen, aufbauen mit einem erheblichen Mehraufwand, weil eben parallel diese andere Struktur für die restlichen 25% bestehen bleibt. Und von daher halten wir das für äußerst hochbürokratisch, unnötig, unwirtschaftlich und im Einzelfall auch für vielleicht gar nicht möglich, so etwas aufzubauen. Vielen Dank, Herr Dr. Thiele. Als nächstes Frau Schmidt für die SPD-Fraktion. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage richtet sich an das DIW, an Herrn Professor Hahn und an Herrn Dr. Rock vom Paritätischen Wohlfahrtsverband. Zahlreiche Studien belegen uns, dass es eine sehr hohe Dunkelziffer gibt derjenigen, die die Leistungen aus der Grundsicherung im Alter eben nicht in Anspruch nehmen. Das sind Scham, Unwissenheit, das ist Angst davor, dass einem die Dinge, die man sich erarbeitet hat, obwohl man wenig hatte, dann trotzdem weggenommen werden. Würde eine Freibetragsregelung, wie sie hier vorgeschlagen ist, dieses Problem lindern? Herr Dr. Hahn.
Professor, Entschuldigung, so viel Zeit muss ja sein. Ne? Also danke für die Frage. Ich hatte das ja vorhin angesprochen schon, dass es ein wichtiger Punkt ist, den ich nicht in Anspruch nahm. In der Tat gibt es viele Studien, die das belegen, wobei man ganz klar sagen muss, dass hier eine sehr, sehr große Unsicherheit vorliegt, weil die Datenlage eben schwierig ist und wir eben nicht wissen, wer nicht zum Amt geht. Das ist ja genau die Unbekannte, die wir haben. Was wir aber aus den Studien wissen, ist, dass je höher der Anspruch ist, umso geringer ist die Nicht-in-Anspruchnahme. Also es wird schon dazu führen, wenn wir jetzt einen Freibetrag einführen, das heißt, die Auszahlungssumme steigt, dass wir dann davon ausgehen können, dass die Nicht-in-Anspruchnahme zurückgeht. Allerdings sehen wir auch, dass selbst bei einem Anstieg nach wie vor eine sehr große Nicht-in-Anspruchnahme vorherrschen würde. Man müsste sicherlich andere Maßnahmen sich noch überlegen, zusätzlich, ich will jetzt nicht sagen, das bei der Rentenversicherung anzusiedeln, aber andere Maßnahmen kann man sich ja auch überlegen, um die Nicht-in-Anspruchnahme zu verbessern. Vielen Dank, Herr Dr. Rock. Vielen Dank für die Frage. Ja, die im Dunkeln sieht man nicht. Man kann Ihre Zahl aber relativ gut abschätzen. Das sind nach den Berechnungen von Frau Becker und auch von neueren Überlegungen vom DIW so 40-60%, zum Teil darüber, die davon betroffen sind. Also eine erhebliche Anzahl. Das heißt, 2 von 3 von Berechtigten nehmen ihre Ansprüche tatsächlich nicht wahr. Und die Gründe dafür, die haben Sie ja schon genannt. Das ist eben Scham, das ist die Angst vor Inanspruchnahme von Angehörigen. Und das sind auch die hohen bürokratischen Hürden, die da vorangestellt sind. Eine Freibetragsregelung, und das hat der Kollege Schäfer ja schon skizziert, nutzt da überhaupt nichts. Das geht an dem Betroffenen weitestgehend vorbei, weil es eine reine Grundsicherungslösung ist. Wir müssen tatsächlich eine unbürokratische Lösung, die die Menschen dann auch erreicht, ohne diese bürokratische Grundsicherung tatsächlich erreichen. Da wäre die Grundrente, wie sie im BMAS tatsächlich jetzt entworfen wurde, aus unserer Sicht ein Instrument, was da helfen könnte, die Dunkelziffer in erheblichem Maße dann aufzulösen. Es wurde ja hier gesagt, die Grundsicherungsempfängerzahlen sind so niedrig. Wir sehen ja gerade, dass man da aber nur ein Drittel der Wahrheit über den Grundsicherungsbezug da tatsächlich abbildet. Deshalb wäre in der Tat die Grundrente da ein probates Mittel, um das zu lösen. Nicht vollständig, aber in erheblichem Ausmaß käme das bei den Berechtigten an. Vielen Dank. Nächste Frage wieder von Frau Schmidt. Ja, vielen Dank. Meine Frage geht an den DGB und an Herrn Dr. Planck und schließt sich an das, was Herr Rock eben schon angedeutet bzw. gesagt hat. Nämlich die Frage, es bietet das von Sozialminister Hubertus Heil vorgeschlagene Modell einer Grundrente unter diesem Gesichtspunkt, den wir eben beschrieben haben, Zugang und Inanspruchnahme Vorteile gegenüber den anderen vorgeschlagenen Regelungen und der Freibetragsregelung. Vielen Dank, Frau Schmidt. Herr Schäfer. Ja, vielen Dank. Ja, wie Herr Rock schon eben angedeutet hat, bietet eine Grundrente, wie Herr Heil sie vorgeschlagen hat oder wie es beispielsweise auch die Rente nach Mindestentgeltpunkten schon getan hat, natürlich viele Vorteile aus unserer Sicht. Es ist ein automatisches Verfahren, was bei der Antragstellung ohne zusätzliche Angaben zu erledigen ist, was jede Person bekommt, die darauf Anspruch hat, weil die Daten bei der Rentenversicherung vollumfänglich vorliegen. Es gibt sozusagen keine Dunkelziffer, es gibt keine Personen, die da durchs Gitter oder durchs Raster fallen können, weil es systematisch einfach mitgerechnet wird. Die einzige Hürde ist der reguläre Rentenantrag, aber den müssen nun mal Personen immer stellen. Darum werden wir sie nicht drum herum bringen, aber der wird nicht um weitere zusätzliche Angaben oder um weitere Hürden erhöht. Und insofern würden wir sehen, dass es erhebliche Vorteile hat, was die Kerngruppe der ganzen Diskussion ja betrifft, nämlich Personen, die ein Leben lang gearbeitet haben, zum Teil niedrigen Löhnen, zum Teil in unfreiwilliger Teilzeit, am Ende zu Recht aus unserer Sicht den Anspruch an die gesetzliche Rentenversicherung stellen, eine Rente zu bekommen, die zumindest in etwa der Höhe der Grundsicherung entspricht. Dies erscheint aus unserer Sicht auch deswegen notwendig und geboten, weil bei einer Ersatzrate, die wir in Deutschland anstreben, die nicht 100% des Lohnes ersetzt, eine bestimmte Gruppe an Personen, die von ihrem Lohn zwar ihren Lebensunterhalt bestreiten kann, den aber absehbar von ihrer Rente nicht mehr bestreiten können wird. Alleine deswegen müssen wir im unteren Einkommensbereich eine Aufwertung geringer Rentenansprüche bei geringen Löhnen hier anstreben, um der sozialen Gerechtigkeit an dieser Stelle gerecht zu werden. Danke. Vielen Dank, Herr Schäfer. Herr Planck. Ich kann, was die Zugänglichkeit der Leistung angeht, einer solchen Grundrente, den beiden Vorrednern erstmal nur zustimmen. Es ist natürlich einfacher, wenn eine Sozialversicherung so etwas berechnet, ohne weitere Daten heranziehen zu müssen, und hat sicher auch mit Blick auf die Möglichkeit der Leute, daran zu kommen, durchaus Vorteile, anstatt sozusagen selber aktiv eine Leistung zu beantragen, da noch weitere Daten
mitbringen zu müssen, eigene Einkommensverhältnisse offenlegen zu müssen. Ich möchte im Kontext dieser Anhörung allerdings noch darauf hinweisen, dass so eine Grundrente, die man befürworten kann, natürlich eine andere Stoßrichtung hat in dem Gesamtgefüge der Alterssicherung. Es geht hier darum, Renten aus der Sozialversicherung, Rentenversicherung aufzuwerten. Das hat eine Folge dann letztendlich auch später für Grundsicherungsbezug, auch für Altersarmut, aber es ist nicht die ursprüngliche Zielsetzung. Und wenn ich das Konzept des BMAS richtig verstanden habe, ist das ja auch nicht in dem ersten Schritt die Stoßrichtung, hier Armut zu bekämpfen, sondern eben geringe Renten als Problem auszumachen und die dann anzuheben. Das Konzept des BMAS hat dann darüber hinaus ja noch weitere Bausteine, die dann in der Debatte manchmal wenig beachtet werden im Bereich Wohngeld und auch im Bereich Grundsicherung und Freibetragsregelung in der Grundsicherung, wo es dann verstärkt um Armut ginge. Aber die eigentliche Grundrente hat nicht das Ziel, natürlich Armut zu bekämpfen. Das muss man einfach klar machen. Punkt. Vielen Dank, Herr Dr. Blank. Herr Rützel. Ja, Herr Vorsitzender, meine Frage geht auch an Herrn Dr. Blank. Herr Dr. Blank, laut dem Antrag der Fraktion Die Linke soll ja eine solidarische Mindestrente als Zuschlag diesen Einkommensbetrag im Alter von mindestens 1.050 Euro netto im Monat ermöglichen, und zwar unabhängig von zuvor erbrachten Beiträgen in die gesetzliche Rentenversicherung. Wie schätzen Sie denn die Anreize einer derart ausgestalteten Leistung gerade auf das beitragsfinanzierte System ein und gerade auch auf dem Arbeitsmarkt? Vielen Dank, Herr Rützel. Herr Dr. Blank. Es ist ja schon in früheren Redebeiträgen darauf hingewiesen, dass der Antrag der Linke eine ganze Vielzahl von Maßnahmen enthält und die Wechselwirkung dieser Maßnahmen sehr, sehr schwer abzusehen sind. Das ist ja eine Kombination letztendlich aus Anhebung des Rentenniveaus, und zwar einer deutlichen Anhebung gegenüber dem jetzigen Niveau und auch der Prognosen ab 2025, weiteren Maßnahmen des sozialen Ausgleichs in der Rentenversicherung und dann eben ergänzend noch diese solidarische Mindestrente. Und die erste Schwierigkeit bei einer Beurteilung von Folgewirkung besteht natürlich darin, dass man gar nicht abschätzen kann, wie viele Menschen bei Umsetzung des Gesamtpakets tatsächlich hinterher auf die solidarische Mindestrente angewiesen sein werden. Das heißt, die Rückwirkung auf die Frage beispielsweise nach Legitimität der beitragsfinanzierten Rentenversicherung, auf die Frage, wie das Äquivalenzprinzip weiter umgesetzt wird und in der Bevölkerung gewertschätzt wird, lässt sich da jetzt ohne weitere längere Berechnungen letztendlich nicht wirklich beantworten, weil einfach unklar ist, ob sich der Bezieherkreis, der Bezieherinnenkreis, was die Basisleistung angeht, deutlich erweitern wird, auf dem jetzigen Niveau verharren wird oder möglicherweise sogar geringfügig zurückgehen wird durch eine deutliche Verbesserung der, sagen wir mal, Standardleistungen der Rentenversicherung, dazu noch im Kontext einer erwerbstätigen Versicherung. Entsprechend schwierig ist es auch abzuschätzen, was für Anreizwirkungen auf den Arbeitsmarkt ausgehen. Da müsste man viel mehr wissen, was in der Kürze dieses Antrags nicht zu machen, vermutlich nicht zu leisten war, über die Regelungen gerade an der Altersgrenze, über Möglichkeiten, Renten vorzeitig in Anspruch zu nehmen. Das ist einfach schwierig zu beantworten, wenn es kein wirklich komplettes Gesamtkonzept gibt, wo aufgelistet ist, wie die Maßnahmen ineinander greifen und wie in einem zweiten Schritt dann die finanziellen Wirkungen sein werden. Vielen Dank, Herr Dr. Blank. Damit sind wir am Ende der SPD-Fragerunde angelangt und wir kommen zur Fragerunde der AfD-Fraktion. Und da hat sich als erstes Frau Schielke-Ziesing gemeldet. Frau Schielke-Ziesing, haben wir das Wort. Ja, schönen Dank. Meine ersten beiden Fragen gehen an die BDA, an Herrn Gunke. Sie haben in Ihrer Stellungnahme die Grundrentenvorschläge von Minister Heil angesprochen. Wir haben hier auch eben schon von Experten dazu gehört. Wie beurteilen Sie diese im Hinblick auf die Zugangsvoraussetzungen und auf den Wunsch, hier die Bedürftigkeitsprüfung auszusetzen? Vielen Dank, Frau Schielke-Ziese. Herr Gunke. Die Vorschläge von Herrn Heil sehen ja zwei Elemente vor. Zum einen setzen Sie die Grundrente nach dem Koalitionsvertrag um, also durchaus auch mit einer Bedürftigkeitsprüfung. Aber darüber hinaus sehen Sie vor, dass eine Grundrente eingeführt wird, die auf der alten Rente nach Mindestentgeltpunkten beruht und eine Aufwertung vorsieht der begünstigten Rentenzeiten auf das Doppelte, also um die
Ja, auf das Doppelte. Und wir bewerten diese Maßnahme kritisch und halten sie für falsch, denn sie wäre nicht zielgenau, denn sie würde wiederum nicht berücksichtigen, ob diejenigen, die begünstigt werden, tatsächlich einkommensschwach und vermögensschwach sind. Außerdem würde die Anforderung, dass 35 Jahre als Kriterium definiert wird, als Beitragszahlung definiert wird, zu Ungerechtigkeiten führen. Beispielsweise würde derjenige, der 30 oder 32 Jahre in Vollzeitarbeit sehr viel in die Rentenversicherung eingezahlt haben, im Ergebnis Gefahr laufen, eine geringere Rente zu bekommen als der oder diejenige, der oder die 20, 25 Jahre in Ergänzung zum Beispiel mit Kinderberücksichtigungszeiten erfüllt hat, die 35 Jahre dadurch erfüllt, weniger Beiträge insgesamt gezahlt hat, aber durch die Aufstockung über die Grundrente, die er HALF vorgeschlagen hat, im Ergebnis trotzdem eine höhere Rentenleistung bekommt. Und weniger Rentenbeiträge gezahlt zu haben, aber eine höhere Rentenleistung zu erhalten, würde eine wesentliche Grundfeste, die für die Akzeptanz der Rentenversicherung entscheidend ist, tatsächlich riskieren, und nämlich das Äquivalenzprinzip, das darauf hinausläuft. Das bedeutet, dass derjenige, der mehr eingezahlt hat, später auch eine höhere Rente erhalten soll. Und im Übrigen sind diejenigen, die 35 Jahre eingezahlt haben in die Rentenversicherung, haben sowieso ein deutlich unterdurchschnittliches Risiko, später auf Grundsicherung angewiesen zu sein. Im Schnitt der über 65-Jährigen sind es 3%, die später auf Grundsicherung angewiesen sind, die auf Grundsicherung angewiesen sind. Bei ehemals Beschäftigten sind es 2%, und bei der Grundrente, die Herr Heil vorschlägt, die 35 Beitragsjahre voraussetzt, sind es gerade mal 1%. Insofern würde viel Geld ausgegeben werden, viele Milliarden, vielleicht sogar ein kleiner zweistelliger Milliardenbetrag ausgegeben werden, für die wir bislang keine Finanzierung sehen. Aber tatsächlich würde sich an der Zahl derjenigen, die auf Grundsicherung angewiesen sind, sehr, sehr wenig ändern. Vielen Dank, Frau Schielke-Ziesing. So, noch einmal an Herrn Gunkel. Sie hatten vorhin schon zur Exportpflicht etwas gesagt. In Ihrer Stellungnahme haben Sie für die AfD und die FDP diese Exportpflicht erwähnt. Ich möchte Sie hier dazu mal um eine Erläuterung bitten, warum gerade bei diesen beiden Modellen Sie von einer eventuellen Exportpflicht ausgehen. Denn es geht ja um eine Grundsicherung im Alter, die angerechnet wird, und eigentlich um keine Rentenleistung. Und würde diese Exportpflicht nicht erst recht für Rentenmodelle der Linken und der Grünen gelten? Wir haben ja mit dem Betriebsrentenstärkungsgesetz schon eine Anrechnungsfreistellung. Für andere Arten der privaten Altersvorsorge gibt es da dann auch eine Exportpflicht. Herr Gunkel. Also im Einzelnen hängt die Frage der Exportpflicht von der konkreten Ausgestaltung ab. Aber es ist nicht so, dass Leistungen der Grundsicherung per se von der Exportpflicht ausgenommen sind. Dies gilt insbesondere dann, wenn eine Leistung der Grundsicherung nach ihren Voraussetzungen, und das ist bei dem vorgeschlagenen Freibetrag sowohl nach dem Koalitionsvertrag als auch bei dem Freibetrag, den Sie oder die FDP in Ihrem Antrag vorschlagen, wenn dieser Freibetrag in seinen Voraussetzungen an Beitragsleistungen anknüpft, die geleistet worden sind an die Rentenversicherung. Und das ist ja im Koalitionsvertrag so vorgesehen, dass 35 Jahre Beitragsleistung an die Rentenversicherung gezahlt werden sollen. Und bei Ihnen setzt ja auch die Höhe des Freibetrags sogar noch von der von Rentenleistung, hängt die Höhe des Freibetrags von Rentenleistung ab. Insofern sind sogar beide Voraussetzungen, die eine Ausnahme von der Exportpflichtung begründen könnten, in dem Fall nicht erfüllt. Nämlich zum einen ist so die Gewährung, aber auch die Berechnung der Leistung der Grundsicherung, die auf diesem Freibetrag beruht, hängt von Beiträgen ab. Insofern ist in diesen Fällen sehr von einer Exportpflicht auszugehen, aber Sie weisen völlig zu Recht darauf hin. Das gilt natürlich nicht jetzt nur für die Lösung, die Sie vorschlagen, sondern das gilt beispielsweise auch für die Garantierentenvorschläge, die die Grünen vorschlagen. Ich
ich will das jetzt auch nicht als Gegenargument eine Exportpflicht gegen aufführen, gegen jegliche Veränderungen, die es im Sozialsystem gibt. Ich weise nur darauf hin, dass bei allen Berechnungen auch immer die Wirkung einer Exportpflicht hinsichtlich der Kosten und der Empfängerzahlen und auch hinsichtlich des Verwaltungsaufwands berücksichtigt werden müssen. Vielen Dank, Herr Gunkel. Frau Schielke-Ziesing. Nochmal kurze Nachfrage. Mit dem Betriebsrentenstärkungsgesetz sind ja einige anrechnungsfrei gestellt worden. Gilt das auch für die Exportpflicht? Also wird das auch exportpflichtig? Herr Gunkel. Ich maße mich an, diese Frage zu beurteilen. Wir haben auch sonst einige Freibeträge innerhalb des Grundsicherungssystems, beispielsweise auch für Alterseinkommen. In der einschlägigen EU-Verordnung 883 aus 2004 ist eine Ausnahmeregelung formuliert für besondere beitragsunabhängige Geldleistung. Und jetzt wäre eben zu prüfen, ob auch ein Freibetrag, der für Riester-Renten und betriebliche Alterssicherung gewährt wird, ob auch der als beitragsorientierte Leistung gewährt wird. Man kann den Begriff Beitragsabhängigkeit sicherlich auf das soziale Alterssicherungssystem bezogen sehen, aber ich halte auch eine Interpretation für möglich, die Beiträge zu privaten oder betrieblichen Alterssicherungssystemen hier einbezieht. Meines Erachtens ist das jetzt aber auch noch nicht entschieden und müsste dann von der EU-Kommission beantwortet werden. Vielen Dank, Herr Gunkel. Frau Schielke-Ziesing. So, meine nächste Frage geht an den Paritätischen Wohlfahrtsverband, an Dr. Rock. In Ihrer Stellungnahme zum Antrag der Linken schreiben Sie von der Stärkung des Solidarprinzips in der gesetzlichen Rentenversicherung und von einer gedehnten Äquivalenz. Können Sie hier den Begriff der gedehnten Äquivalenz erläutern? Hat das dann wirklich noch etwas mit dem Begriff der Äquivalenz, in dem es für eine bestimmte Leistung eine Gegenleistung gibt, zu tun? Herr Dr. Rock. Ja, vielen Dank für die Frage. In der Tat, der Begriff der gedehnten Äquivalenz hat sehr viel mit dem Äquivalenzprinzip einerseits, aber auf der anderen Seite auch mit dem Solidarprinzip auf der anderen Seite zu tun. Denn der Grundsatz der gedehnten Äquivalenz geht davon aus, dass man das Äquivalenzprinzip, wie der Name schon sagt, ein Stück weit dehnt und besonders starke Einkommen dann eben nicht eins zu eins dann berücksichtigt, sondern in einem geringeren Ausmaß. Das bedeutet, dass tatsächlich sehr einkommensstarke Sozialversicherte dann ein Stück weit geringere Ansprüche, aber immer noch höhere Ansprüche dann für ihre Einzahlungen dann bekommen würden. Und man auf der anderen Seite Geringverdiener. Und man weiß, wir haben ein sehr großes Problem mit dem Niedriglohnsektor in Deutschland, dass man dann Geringverdiener in solidarischer Art und Weise stärker fördern kann, indem man gezielt dieses Prinzip der gedehnten Äquivalenz dazu nutzt, deren Ansprüche systematisch höher zu werten. Und Mittel und Wege, um tatsächlich diese Ansprüche dann höher zu werten, die sind ja auch heute hier in der Diskussion. Die Grundrente aus dem BMAS ist da tatsächlich schon genannt worden. Die bewährten Instrumente der Rente nach Mindestentgeltpunkten und nach Mindesteinkommen sind andere Punkte. Und das sind eben Elemente für einen notwendigen sozialen Ausgleich in der Rentenversicherung. Wir müssen sehen, die Rentenversicherung ist das dominante Leistungssystem, hat eine ganz, ganz große Bedeutung, auch sozusagen als Leitversicherung für den deutschen Sozialstaat insgesamt, weil es die Säule der Sozialversicherung ist, in der eben die meisten Menschen auch tatsächlich Ansprüche haben. Und deshalb ist eine solidarische Ausgestaltung eben gerade der gesetzlichen Rentenversicherung ein ganz wichtiges Instrument, um auch zu zeigen, dass Solidarität großgeschrieben wird. Die gedehnte Äquivalenz tut denjenigen, die besonders einkommensstark sind, nicht weh. Deren Ansprüche werden dann nur in etwas geringerem Umfang dann tatsächlich gesteigert, aber immer noch gesteigert. Diejenigen, die davon in besonderer Weise profitieren würden, sind die Geringverdiener. Vielen Dank, Herr Dr. Rock, auch für die Punktlandung. Damit sind wir am Ende der Fragerunde der AfD-Fraktion angelangt und kommen zur Fragerunde der FDP-Fraktion. Ich erteile Herrn Vogel das Wort. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine erste Frage an Professor Hagest. Sie schreiben in Ihrer Stellungnahme, dass die Basisrente als einziges Modell Ihre drei Indikatoren, nämlich Fairness, Tragfähigkeit und Angemessenheit, erfüllt. Vielleicht können Sie uns das noch mal kurz mündlich erläutern. Herr Professor Hagest. Gerne, vielen Dank für die Frage.
Also das sind die drei Indikatoren, mit denen man allgemein die OECD beispielsweise, die eben an Rentensysteme oder an Altersvorsorgesysteme besser gesagt, eben angelegt werden, um eben auch den Ausgleich beispielsweise für die notwendigen Maßnahmen des demografischen Wandels hin aber auch eben zu so einem sozialen Ausgleich eben irgendwie messen zu können. Wenn man diese Indikatoren jetzt eben anlegt, dann ist natürlich beim Thema Altersarmut das Thema Tragfähigkeit jetzt nicht unbedingt direkt angesprochen. Im Gegenteil, alle Vorschläge sehen ja eigentlich eher Mehrausgaben vor, die uns dann eben im demografischen Wandel natürlich eben auch kosten. Will aber heißen, bei solchen Vorschlägen sollte darauf geachtet werden, dass es dann eben möglichst Ausgaben möglichst klein gehalten werden und möglichst effiziente Vorschläge eben gewählt werden. Also die Tragfähigkeit ist da schon auch als Conditio irgendwo mitzudenken. Oder eben ausgleichende Maßnahmen dann eben auch anzunehmen, wie beispielsweise eine Verlängerung des Renteneintrittsalters. Das zweite Kriterium ist eben die Fairness. Das ist eher, der Kollege Werding hat darauf hingewiesen, dass wir uns hier oftmals im normativen Bereich bewegen, also ein Kriterium, das vielleicht Politiker sogar besser feststellen können als Ökonomen. Aber wenn man das Gesamtaltersvorsorgesystem eben betrachtet, dann kann es ja eigentlich nur fair sein, auch bei dem Thema Altersarmut andere Leibrenten, ähnliche Vorsorge eben auch mit zu berücksichtigen. Also will heißen, wenn jemand einen gebrochenen Lebenslauf hat und eben vielleicht teilweise als kleiner Selbstständiger unterwegs war und nicht in der Rentenversicherung dann versichert war und aber eben entsprechend doch auch vorgesorgt hat, dann sollte das doch auch eben Berücksichtigung finden bei Vorschlägen, die dann eben Leute, die vorgesorgt haben, besser stellen als Leute, die nicht vorgesorgt haben. Also das ist der Fairness-Gedanke. Und die Angemessenheit ist, glaube ich, die politische Frage, die wir hier allgemein momentan verhandeln. Denn die Angemessenheit hat was natürlich damit zu tun, wie viel Akzeptanz hat denn ein Altersvorsorgesystem noch in der Gesellschaft. Und da scheint es ja das allgemeine Motto eben auch zu sein, dass Leistung sich irgendwie lohnen muss und eben auch in der Grundsicherung vielleicht das eben angemessen scheint, dass jemand, der mehr vorgesorgt hat, eben auch da etwas mehr bekommt. Und aus diesen drei Kriterien würde ich dann eben den Schluss ziehen, dadurch, dass die Vorschläge der Fraktion der Linken und die Vorschläge der Fraktion der Grünen eher auf die Rentenversicherung allgemein nur allein einziehen und auch der Vorschlag der AfD-Fraktion eben nur die Rente im Blick eigentlich eben hat, dass der Vorschlag der FDP, der eben auch alle anderen Leibrenten ähnlichen Formen Vorsorgeform mit reinnimmt, dann eben der adäquateste ist. Vielen Dank, Herr Professor Hagest. Herr Vogel. Ja, vielen Dank. Meine nächste Frage wäre an Professor Werding. Inwiefern halten Sie Freibeträge in der Grundsicherung, wie ja unter anderem in der Basisrente angedacht, denn für ein zielgenaues Instrument zur Bekämpfung von Altersarmut? Professor Werding. Ja, vielen Dank. Also unter den Vorschlägen, die wir heute verhandeln, muss man ernsthaft sagen, wird Altersarmut im Prinzip in den Vorschlägen der Linken und der Grünen direkt adressiert. In den Vorschlägen der AfD und der FDP wird im Grunde gesagt, sie wird über Grundsicherung bereits bekämpft. Nur, wir wollen, dass Rentner dort fair, und das heißt anders als Personen ohne eigene Vorsorge, behandelt werden. Im Grunde geht es also bei Ihnen nicht um Altersarmut, sondern um Armut von Rentnern. Wir haben das am Anfang mal angesprochen. Ich halte das für ein sehr wichtiges Thema und ich würde sagen, das wird bei Ihnen sehr zielgenau adressiert. Vielen Dank, Herr Professor Werding. Herr Vogel. Vielen Dank. Ich hätte noch eine Nachfrage an Sie, Herr Professor Werding. Weil wir ja über die Frage auch, braucht man eine Bedarfsorientierung oder Bedürftigkeitsprüfung hier gerungen haben. Inwiefern sind denn niedrige Renten, also niedrige Ansprüche aus der gesetzlichen Rentenversicherung, überhaupt ein Indikator für wenig Geld im Alter, um es mal abstrakter zu formulieren? Herr Professor Werding. Ja, vielen Dank. Wir haben darüber im Grunde schon ein paar Mal gesprochen oder es sind auch in Stellungnahmen dazu Zahlen genannt worden, aus denen sehr klar hervorgeht, niedrige Renten sind kein guter Indikator für ein Risiko an Altersarmut. Wenn man im Rentensystem schaut und Altersarmutsrisiken irgendwie doch eingrenzen will mit Informationen, die dort vorhanden sind, braucht man zusätzliche Kriterien, wie zum Beispiel eine Versicherungsdauer, traditionell 35 Jahre. Manche Vorschläge sagen, gehen wir auf 30 oder 25, aber niedrige Renten allein sagen überhaupt nichts über das Armutsrisiko. Im Gegenteil, die niedrigsten gesetzlichen Renten empfangen in Deutschland nach Erhebungen von Infratest im Auftrag des BMAS tatsächlich Haushalte mit eher überdurchschnittlichen Einkommen. Die haben eben nur kurze Zeiten im Rentenversicherungssystem verbracht und ansonsten wahrscheinlich sogar eher gut vorgesorgt. Insofern
ist also die Frage, die wir hier im Kern diskutieren. Wie identifizieren wir bestimmte Armutsrisiken und bekämpfen sie zielgenau? Oder wie werten wir niedrige Renten auf? Im Grunde sind das zwei verschiedene Fragen und als solche sollte man sie vielleicht auch behandeln. Wobei ich eins vielleicht noch gerade heraufgreifen möchte. Ich habe etwas gezuckt, als Herr Rock vorher davon sprach, dass Mindestsicherung, sagen wir es so, um nicht die Assoziation zur Grundsicherung im Alter hervorzurufen, unbürokratisch sein soll. Ich bin erstens überrascht, dass er das sagt und zweitens muss ich gestehen, wenn man Armut zielgenau bekämpfen will, wird ein gewisses Mindestmaß an Bürokratie kaum vermeidlich sein. Das ist vielleicht ein Punkt, über den wir uns hier auch noch unterhalten müssten. Vielen Dank, Herr Vogel. Ich habe noch 3 Minuten, deswegen habe ich noch eine letzte Nachfrage an Professor Werding. Sie haben in Ihrer Stellungnahme auch was dazu geschrieben, dass unter anderem die Kollegen der Linken ja insinuieren, dass Altersarmut vor allem dadurch gefördert würde, oder nicht nur insinuieren, sondern auch explizit schreiben, durch die Rentenreform der 2000er Jahre. Ist das überhaupt so? Natürlich müsste man jetzt die Reform einzeln durchgehen. Dazu fehlt uns wahrscheinlich die Zeit. Konzentrieren wir uns aufs Rentenniveau. Fällt allerdings wirklich auf. Nicht? Es gibt ja Simulationsrechnungen zur zukünftigen Entwicklung der Altersarmut im Sinne der statistisch gemessenen Altersarmut oder auch der Grundsicherungsquoten, wo dann auch mal geschaut wird, wie vermindern sich diese Dinge. Der Kollege Hahn vom DIW kann das eigentlich auch direkt beantworten. Wie verändern sich diese Dinge, wenn wir das Rentenniveau fixieren, zum Beispiel bei 48% oder auch bei noch höheren Werten? Und dann sieht man, es hat tatsächlich eher geringe Effekte für die weitere Ausbreitung des Armutsrisikos. Das Armutsrisiko im Alter hat sehr viel zu tun mit fragmentierten Erwerbsbiografien oder Erwerbsbiografien, die wegen Selbstständigkeit stark außerhalb des gesetzlichen Rentensystems und dann ohne ausreichende sonstige Vorsorge zustande kommen. Aber das Altersarmutsrisiko und sein zukünftiger Anstieg ist nicht in erster Linie getrieben von den Rentenniveausenkungen, die jetzt im Gesetz stehen. Vielen Dank, Herr Werding. Herr Vogel? Ja, ich habe noch Fragen. Herr Thiele, Sie haben eben Sie haben ausgeführt, dass unser Vorschlag der Basisrente durchaus organisatorische Herausforderungen für die Rentenversicherung bedeuten würde. Ich wollte nur mal nachfragen, gilt das nicht in mindestens gleichem Maße, gegebenenfalls sogar mehr, für jede Form der bedürftigkeitsgeprüften Vorhaben, also insbesondere auch für das, was im Koalitionsvertrag adressiert und von Koalitionspartner CDU/CSU vertreten wird? Herr Dr. Thiele. Ich hatte ja eben unterschieden, in diesem Grundsicherungsanteil ist eben erst eine Bedarfsermittlung und dann eine Bedürftigkeitsprüfung. Die Bedarfsermittlung ist, glaube ich, etwas, was ganz typisch und einmalig in der Grundsicherung ist. Das sehe ich auch nicht in irgendeinem Vorschlag im Koalitionsvertrag oder sonst wo. Also den Teil, den die Rentenversicherung wirklich nicht leisten kann, der ist in keinen anderen Vorschlägen. Bedürftigkeitsprüfung ist etwas, da tut sich Rentenversicherung sehr schwer. Rentenversicherung macht heute faktisch eine Einkommensanrechnung bei Witwenrenten, bei hinterbliebenen Renten, Witwen und Witwenrenten. Allerdings ist da die Einkommensanrechnung immer auf die einzelne Person bezogen. Eine Witwe und ein Witwer hat eben kein Ehepartner mehr, sonst wäre es keine Witwe und kein Witwer. Und in dem Augenblick, wo jemand einen Partner hat, wird aber die Einkommensprüfung sehr schwer. Denn dann müssten wir ja nicht nur das eigene, sondern auch das Einkommen des Partners prüfen. Das heißt, wir müssten bei jedem, der so einen Antrag stellt, beim Partner anfangen zu prüfen. Wir wissen gar nicht, wer der Partner ist. Wir müssten zunächst ermitteln, wer der Partner ist. Und von daher sieht man, das ist aufwendig. Eine reine Einkommensanrechnung würde möglicherweise gehen, mit großem Aufwand gehen. Eine Bedürftigkeitsprüfung, die über das Einkommen hinaus ja noch Vermögens prüft, glaube ich, könnte die Rentenversicherung überhaupt nicht machen. Vielen Dank, Herr Dr. Thiele. Damit sind wir auch am Ende der Fragerunde der FDP-Fraktion angelangt und kommen jetzt zur Fragerunde der Fraktion Die Linke. Und da hat sich als erstes gemeldet Herr Birkwald. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an Herrn Dr. Rock vom Paritätischen Gesamtverband. Herr Dr. Rock, der zentrale Pfeiler der gesetzlichen Rentenversicherung ist das Rentenniveau, also das Sicherungsniveau vor Steuern. Bis vor kurzem kannte das nur eine Richtung nach unten, also den Sinkflug. Jetzt haben wir durch das Rentenversicherungsstabilisierungsgesetz die Talfahrt vorübergehend gestoppt bei 48%. Ist das aus Ihrer Sicht ausreichend und in welcher Höhe müsste das Rentenniveau aus Ihrer Sicht liegen und warum? Herr Dr. Rock.
Vielen Dank für die Frage. Heute hat der Sozialverband VDK, der etwa 2 Millionen Mitglieder hat, eine sehr große Rentenkampagne gestartet. Das zeigt, welche Relevanz das Thema Vermeidung von Altersarmut hat. Und denen geht es vor allem darum, das Rentenniveau zu stabilisieren und wieder anzuheben. Und das ist richtig, denn die Rentenversicherung ist für das Alterssicherungssystem in hohem Maße systemrelevant. Und es ist auch das dominante System in der Alterssicherung. Wir haben nach der ASIP 2016 fast jeden zweiten mit einem Einkommen im Alter von unter 1.500 Euro, der nur Ansprüche an die Rentenversicherung hat. Und deshalb, der keine weitere Vorsorgeleistung hat, und deshalb brauchen wir eine starke gesetzliche Rente, brauchen wir ein Rentenniveau, das größer sein muss als 48%. Denn wir haben auch gesehen, dass auf der einen Seite der programmierte Verfall des Sicherungsniveaus vor Steuern maßgeblich dazu beigetragen hat, dass tatsächlich das Armutsrisiko gestiegen ist. Das geben die Zahlen, die steigenden Armutsrisikoquoten in jedem Fall her. Wir wissen auch, dass das Sicherungsniveau vor Steuern natürlich ganz wesentlich ist für die Legitimation der gesetzlichen Rentenversicherung. Und auch da muss man auch mal darauf hinweisen, dass die gesetzliche Rentenversicherung natürlich eine besondere Funktion hat, weil sie nicht nur Lohnersatz ist, sondern auch, weil sie der hinterbliebenen Versorgung dient, weil sie der Sicherung bei Erwerbsminderung und Rehabilitation dient. Das heißt, eine Stärkung des Rentenniveaus ist ganz wesentlich für die Stärkung des Alterssicherungssystems und des Sozialstaats insgesamt. 53% Rückkehr zum Stand 2000, 2001, das wäre unsere Forderung und ganz wichtig dann auch die Sockelung der Mindestrente armutsfest. Und ein letztes noch, Hans-Jürgen Papier, bekannt ja als ehemaliger Vorsitzender des Bundesverfassungsgerichts, hat häufig darauf hingewiesen, in den letzten Jahrzehnten schon immer, dass das Sicherungsniveau nicht ins Bodenlose sinken darf, sondern dass dann irgendwann der Punkt gekommen ist, wo das Ganze auch zu einer Verfassungsfrage wird. Und das ist ein Hinweis, den er aus unserer Sicht mit und zu Recht gemacht hat. Vielen Dank, Herr Dr. Rock. Als die nächste Fragestellerin ist Frau Tatti. Vielen Dank. Also auch meine Frage geht an Herrn Dr. Rock. In der öffentlichen Debatte ist es ja oftmals so, dass beim Thema Altersarmut Bezug genommen wird auf die Grundsicherung. Und man sagt, dass Menschen, die Grundsicherung im Alter beziehen, diejenigen seien, die von Altersarmut betroffen sind. Meine Frage ist, ob das aus Ihrer Sicht ein sinnvolles Verständnis ist von Altersarmut und welche Definition Sie warum vorschlagen würden. Herr Dr. Rock. Ja, vielen Dank für die Frage. Nein, der Grundsicherungsbezug ist überhaupt gar kein geeigneter Maßstab, denn die Höhe des Grundsicherungsschwelle, die ist durch den Gesetzgeber auch festgelegt. Das heißt, man definiert damit auch sehr stark, was denn als arm gelten würde. Und wir haben auch Stichwort Dunkelziffer gesehen, dass das nicht aussagekräftig ist, wenn eben die Menschen tatsächlich nicht die Grundsicherung in Anspruch nehmen. Die Grundsicherung ist das letzte Netz tatsächlich der sozialen Sicherung. Sie ist das Existenzminimum und wir dürfen nicht vergessen, die ist damals konzipiert worden als eine vorübergehende Leistung. Das waren die Regelsätze im SGB II, die Pate gestanden haben. Altersarmut ist aber typischerweise gerade keine vorübergehende Lebenslage, sondern es ist eine dauerhafte Lebenslage. Auch das zeigt, dass Grundsicherung und die Grundsicherungsschwelle da kein geeigneter Maßstab sind. Wir halten die Armutsrisikoquote, die sogenannte von 60% des Medianeinkommens, für durchaus geeignet. Für uns ist das aber nicht nur ein Armutsrisiko, sondern bei uns ist das auch schon Altersarmut. Das sehen Sie auch schon daran, wenn Sie mal die Ansprüche tatsächlich im Alter mit einer bedarfsgerechten Regelsatzhöhe dann berechnen würden mit den Wohnkosten, dann sind Sie ungefähr auf dem Level. Altersarmut sollte man aber nicht nur an Geld messen, sondern tatsächlich an Teilhabechancen. Da sind ältere Menschen tatsächlich auch in hohem Maße benachteiligt. Auch das unterstreicht die Notwendigkeit, in diesem Bereich wieder etwas zu machen, insbesondere auch übrigens für die Erwerbsgeminderten im Bestand, die von den sehr begrüßenswerten Verbesserungen der Zurechnungszeiten in der Vergangenheit nicht profitiert haben. Und ein so umfassender Armutsbegriff, wie ich ihn versucht habe zu skizzieren, der erfordert dann natürlich auch einen ganz umfassenden Instrumentenkoffer, um Altersarmut zu bekämpfen. Und da hat Ihr Antrag, wie ich finde, durchaus das meiste Potenzial. Vielen Dank, Herr Dr. Rock. Nächste Fragestellung ist Frau Ferschel. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Auch meine Frage richtet sich an Herrn Dr. Rock vom Paritätischen Gesamtverband.
Zur Stärke von der Rente von Geringverdienerinnen und Verdienern ist ja die Rente nach Mindestentgeltpunkten im Gespräch oder ins Feld geführt worden. Und ich versuche es mal relativ kurz zu machen. Wie müsste eine Rente nach Mindestentgeltpunkten beschaffen sein aus Ihrer Sicht, um gezielt Altersarmut von Menschen mit niedrigen Löhnen zu verhindern? Herr Dr. Rock. Vielen Dank. Das ist ja ein bewährtes Konzept, die Rente nach Mindestentgeltpunkten. Und wesentlich ist nicht so sehr nur die Anzahl der Jahre, die aus unserer Sicht bei 20 bis 25 liegen müsste, sondern wesentlich ist auch, welche Arten von Jahren denn da tatsächlich gezählt werden. Da ist aus unserer Sicht die Jahre an Beitragszeiten, auch an Beitragszeiten im Arbeitslosengeld 1 und bis 2011 im Arbeitslosengeld 2 mitzuzählen, die Anrechnungszeiten, die Zurechnung und die Berücksichtigungszeiten wegen Kindererziehung und Pflege ebenfalls. Vielen Dank, Herr Dr. Rock. Als nächstes Frau Krämer. Vielen Dank. Meine Frage geht auch an Herrn Dr. Rock. Kurze Frage. Allgemein wird behauptet, dass eine Anhebung des Rentenniveaus und ein wirksamer Schutz gegen Altersarmut nicht finanzierbar sei. Was schlagen Sie vor, um das im Grunde am Ende zu finanzieren? Herr Dr. Rock. Ja, vielen Dank. Aus unserer Sicht ist das sehr gut zu finanzieren und sogar günstiger zu finanzieren als das bisherige System. Und ich kann da Bezug nehmen auf die Berechnungen, die das Bundesministerium für Arbeit und Soziales bei ihrem Gesamtkonzept 2016 dann vorgelegt hat. Und die haben für 2045 ja damals 23,6 Beitragssatzpunkte für ein Rentenniveau von 53% dann vorhergesagt. Das wären für den Versicherten selbst 11,8%. Und dann kämen noch mal mindestens hinzu, wobei wir wissen, das reicht eigentlich auch nicht, 4% nochmal an privater Vorsorge, die eingezahlt worden sind. Das wären Gesamtkosten von 15,8%. Umgekehrt hat das BMRS damals berechnet, dass bei einer Rente von 53%, wenn man sich die private Vorsorge entsprechend zahlt, man mit 14,7% dann 1,1 Beitragssatzpunkte dann günstiger steht. Das kann man da nachlesen. Nun ist das nicht das einzige Element, sondern, wie vorhin schon gesagt worden ist, es gibt viele andere Mittel, um das noch zu senken. Die Einbeziehung weiterer Beitragszahlergruppen und die Ausweitung auf andere Einkommensarten, die Vergrößerung der Nachhaltigkeitsrücklage. Das sind alles Mittel und Wege, um die Finanzierung zu erleichtern. Vielen Dank, Herr Dr. Rock. Damit sind wir auch am Ende der Fragerunde für die Fraktion Die Linke angekommen und kommen zur Fragerunde der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Herr Kurt. Ja, vielen Dank. Meine Frage richtet sich zunächst an Professor Dr. Frank Nullmeier. Wir stehen ja, das zeigen die Anträge, wenn man so will, an einer grundsätzlichen Wegscheide, ob man der Problematik niedriger Alterssicherungszahlungen oder Rentenzahlungen begegnet über die Grundsicherung oder die gesetzliche Versicherung. Zu welchem Ergebnis kommen Sie bei einer Abwägung zwischen diesen beiden Faden, für die ja idealtypisch einerseits AfD-FDP-Anträge und auf der anderen Seite der Antrag von Bündnis 90 Die Grünen mit der Garantierente stehen? Herr Professor Nullmeier. Das zentrale Element ist die klare Trennung zwischen den Prinzipien der Systeme. Im Grundsicherungssystem gilt das Prinzip der Bedarfsgerechtigkeit und in der Sozialversicherung gilt ein Prinzip der Leistungsgerechtigkeit. Und wir müssen diese beiden voneinander trennen und die Rechtsansprüche nicht miteinander vermischen. Der zentrale Punkt meiner Stellungnahme liegt darin zu sagen, eine Vermischung ist eine große Gefahr. Das liegt daran, dass wir dann ein Kombisystem produzieren, indem Leute mit einer relativ geringen Rentenversicherung dann auf jeden Fall in das Grundsicherungssystem hineinkommen. Herr Hahn hatte die Zahlen genannt, wie viele Personen das mehr sein können. Und dann sich ihr Alterseinkommen zusammensetzt aus einer Grundsicherungsleistung, bedürftigkeitsgeprüft und einer Rente. Wenn das die Tendenz ist, dann verändern wir unser grundlegendes sozialstaatliches Modell dahin, dass wir eine Kombilösung haben. Wenn man wie die FDP die Basisrente dann auch noch bei der gesetzlichen Rentenversicherung organisatorisch, wie auch immer, ansiedelt, entsteht der Eindruck, dass meine Rente eine Kombination aus einer Bedürftigkeitsleistung und einer verdienten Rente ist. Das eigentliche Problem, das sich hier mit dem Wort Altersarmut aber verbindet, ist dasjenige, dass Menschen mit einem langen Versicherungs- und Arbeitsleben
Erwerbsleben nicht über ein Einkommen verfügen, das sie über den Grundsicherungsbezug hinaushebt. Der Grundsicherungsbezug besagt, dass in diesem Land von der Politik ein Niveau bestimmt worden ist, dass da sagt, dieses braucht jeder Mensch. Das ist das soziokulturelle Existenzminimum. Und wenn man dann sagt, obwohl du 30, 25, 30, 35 Jahre oder mehr gearbeitet hast oder Versicherungsbezug zur gesetzlichen Rentenversicherung, musst du trotzdem noch Leistungen aus der Grundsicherung beziehen und musst dafür deine Vermögenslage, dein Konto und weitere persönliche Details offenlegen, dann ist das ein Problem für den gesellschaftlichen Zusammenhalt in diesem Lande und die Legitimationsgrundlage der gesetzlichen Rentenversicherung, die da gedacht ist als unabhängige Leistung von allen Vermögens- und persönlichen sonstigen Umständen, die nicht bedürftigkeitsgeprüft ist. Deshalb, wenn man eine Reform macht, ist der zentrale Punkt, die Bedürftigkeitsprüfung nicht in die Rentenversicherung hineinzutreiben, sondern eine Rente zu schaffen, die eine reine Versicherungsleistung ist. Die Vermischung beider Systemprinzipien wird eine abschüssige Bahn erzeugen, auf dem wir ein gemischtes Grundsicherungs-Versicherungssystem sind. Und das halte ich für politisch gefährlich und sozial für nicht förderlich. Vielen Dank, Professor Nullmeier. Herr Kurt. Kann man, Professor Nullmeier, denn das für plausibel halten, dass, wenn es zu dieser Art von Kombirente aus Grundsicherung und gesetzlicher Rente dann käme, das Rentenniveau auf Sicht stark unter Druck geraten würde in Situationen, wo dessen Aufrechterhaltung oder verlangsamtes Absinken ansonsten große Finanzierungsanstrengungen erfordern würde? Stichwort Beitragssätze. Professor Nullmeier. In der Situation, dass man so ein Kombisystem geschaffen hat, wird eine Veränderung der ökonomischen Grundlagen dazu führen, dass mehr Personen in diese Kombilösung hineingetrieben werden und man zunächst eine Veränderung innerhalb des gesetzlichen Rentenversicherungssystems nicht betreiben muss. Und mehr Menschen also das, was sie über die gesetzliche Rentenversicherung nicht beziehen können, dann über die Grundsicherung beziehen werden. Dieses ist ein Problem, dass man eine Flexibilität für das Rentenniveau und die Beitragssatzhöhe schafft dadurch, dass man Leute variabel abhängig von der Konjunkturlage in die Grundsicherung allein aufgrund ihrer finanziellen Situation hineinbringt und auch wieder herausholen kann. Vielen Dank, Herr Kurt. Dann hätte ich jetzt noch eine Frage, Herr Nullmeier und dann Herr Thiele. Also ich denke, Sie können es kurz machen jetzt, Herr Nullmeier. Ist die Legitimität der gesetzlichen Rentenversicherung, ja, das entnehme ich Ihren vorherigen Antworten, ist die Legitimität der gesetzlichen Rentenversicherung nur dann aufrechtzuerhalten im Prinzip, wenn sie eine Mindestversicherungsleistung bei langjähriger Mitgliedschaft und Beitragsleistung vorsieht? Und diese Frage nach der Legitimität der Rentenversicherung, ob sie in Gefahr steht, wenn es nicht eine Mindestversicherungsleistung gibt, die würde ich dann gerne im Anschluss auch an Herrn Thiele richten. Professor Nullmeier. Über das Wort Ja hinauszugehen. Die Legitimität der gesetzlichen Rentenversicherung ist eine, die da sagt, dass in diesem Land eine Person, die lange diesem Land zugehörig ist und ihre Arbeitswelt, dass sie nach dieser langen Zeit, dass sie über ein Einkommen aus der gesetzlichen Rentenversicherung verfügt, dass sie frei macht von der Nähe zur Altersarmut oder zum Grundsicherungsbezug. Das ist eigentlich das Altersarmutsproblem, dass langjährig Versicherte nicht dort landen müssen. Und dieses muss man adressieren und das kann man nicht durch eine Kombilösung, sondern nur durch Verbesserung innerhalb des gesetzlichen Rentenversicherungssystems. Wenn dort Situationen entstehen, dass die Arbeitswelt zu niedrige Löhne schafft, dann kann man entweder was am Lohnsystem machen, dazu gibt es den Mindestlohn, oder man muss Systeme schaffen, die innerhalb der gesetzlichen Rentenversicherung angesiedelt sind und die in der Tradition von Rente nach Mindesteinkommen, Rente nach Mindestentgeltpunkten stehen. Vielen Dank, Herr Professor Nullmeier, Herr Dr. Thiele. Ja, ich glaube, Legitimität der Rentenversicherung ist von verschiedenen Dingen abhängig. Dazu gehört sicher auch, dass die Rente eine angemessene Leistung bringen muss. Die Beitragszahlung, die ich einbringe, muss mir angemessen was rausbringen. Was angemessen ist, darüber kann man dann lange diskutieren. Aber es gibt weitere Aspekte. Also zumindest ein weiterer Punkt ist, dass das Einzahlungs- und Auszahlungsverhältnis irgendwie stimmt. Ich muss den Eindruck haben, dass ich für das, was ich eingezahlt habe, auch
zumindest das Gleiche oder möglichst mehr rauskriege. Und ein dritter Punkt, der, glaube ich, ganz wichtig ist, ist, Legitimität kommt auch daher, dass man sich vergleicht. Also wenn ich sehe, mein Nachbar, meine Kollegin, mein, weiß ich nicht, jemand, den ich kenne, der einen vergleichbaren Lebenslauf hat wie ich, kriegt mehr als ich, ist das schlecht. Wenn ich den Eindruck habe, jemand, der neben mir sitzt, aber nur halbtags arbeitet, ich habe volltags gewerkelt und kriege das Gleiche raus, ist das auch schlecht. Also Legitimität rührt aus mehreren Quellen. Angemessen muss die Leistung sein, sie muss aber auch vergleichbar sein mit anderen und ich muss das Gefühl haben, es kommt was raus für das, was ich tue. Und alles zusammen ist eine schwierige Gemengelage und das hinzukriegen, hat die Rentenversicherung über viele Jahrzehnte geschafft. Das in Zukunft auch zu schaffen, ist sicher nicht leicht, aber ist auch schon hinzukriegen. Vielen Dank, Herr Dr. Thiele. Damit sind wir am Ende der Fragerunde der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen anbelangt und wir kommen jetzt zur freien Runde. Und da habe ich als erstes wieder Herrn Kurz von Bündnis 90 Die Grünen. Herr Kurz, Sie haben das Wort. Ja, wunderbar, das passt. Ja, dann kann ich gleich Herrn Thiele wiederum fragen. Sie haben gesagt, eine Einkommensprüfung beim Partner, das sei alles wahnsinnig schwierig. Und da wüsste ich einfach mal ganz gerne, wieso. Also der Clou bei unserer Garantierente, auch mit Blick auf den aktuellen Streit, den die Koalition in der Grundrente hat, ist ja, dass wir von der Vermögensprüfung absehen, auch weil wir davon ausgehen, dass langjährige Versicherungszeiten mit so niedrigen Renten nicht dazu geführt haben, dass jemand ein großes Vermögen hat. Das wird eher eine Ausnahme sein, dass dann größeres Vermögen da ist. Wir schlagen vor, auf die Vermögensprüfung zu verzichten, aber durchaus den Bedarf der Ehe in dem Fall sich anzugucken. Und ich meine, dass man doch relativ leicht Beamteneinkommen und Pension ermitteln kann. Ja, was ist daran so schwierig eigentlich? Herr Dr. Thiele. Schwierig. Das Schwierige ist das Erste, wir kennen nicht den Ehepartner. Das heißt, als Erstes müssten wir ermitteln, wer ist der Ehepartner. Das könnte man zum Beispiel im Antrag mit abfragen, aber das müsste man tun. Als Zweites müsste der Ehepartner uns auch seine Einkommen offenlegen. Dass das der Versicherte selber, der von uns eine höhere Leistung haben will, tut bei der Hinterbliebenenrente, ist klar. Aber es müsste hier auch der Ehepartner machen. Das wird in vielen Fällen gehen. Also ich würde es für meine Frau schon tun. Aber ob das überall so ohne weiteres möglich ist, wäre die nächste Frage. Und dann wäre die Frage, was haben wir denn für Druckmittel, wenn das der Ehepartner nicht macht? Leisten wir dann nicht. Also es gibt eine Reihe von Fragen. Und das Nächste ist natürlich, wie prüfen wir das, was die Leute uns angeben? Auch das wäre ja eine Frage. Erwarten wir dann einen Datenaustausch mit den Finanzämtern oder Ähnlichem? Aber da hängt vieles dran. Also ich sagte ja auch eben, ich denke, es ist nicht unmöglich, aber es ist mit ausgesprochen vielen Dingen verbunden, an die man denken muss, wenn man sowas machen möchte. Vielen Dank, Herr Dr. Thiele. Wir werden es Ihrer Frau nicht weiter sagen. Als Nächstes habe ich Frau Glöckner. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an den Vertreter des DGB. Und mich würde mal interessieren, wie beurteilen Sie denn die Diskussion um die Bedürftigkeitsprüfung mit Blick auf den Vorschlag von Hubertus Heil bei der Einführung einer Grundrente? Vielen Dank, Frau Glöckner. Herr Schäfer. Ja, vielen Dank. Also, wie schon vorhin, glaube ich, gesagt, aus unserer Sicht ist eine Rentenversicherungsleistung sollte per se keine Einkommens- und Vermögensprüfung und keine Bedürftigkeitsprüfung erst recht nicht sozusagen beinhalten. Eine Bedürftigkeitsprüfung, was kann man vielleicht noch ergänzen, hat der Thiele ja gar nicht berücksichtigt, ist ja die Frage auch, nach geltendem Recht schließt es ja auch Haushaltsgemeinschaften ein, die nicht verheiratet sind. Da wird ja sozusagen Beziehungen fingiert auf einer nicht vorhandenen Unterhaltsbasis. Da werden also Einkommen von Leuten angerechnet, die mir persönlich gar nicht unterhaltspflichtig sind. Das ist, finden wir immer persönlich eine juristisch sehr schwierige Situation für die Betroffenen. In diesem Sinne ist aus unserer Sicht eine Bedürftigkeitsprüfung indiskutabel für eine Rentenleistung. Im besten Falle denkbar wären beschränkte Formen der Einkommensanrechnung. Aber auch hier hat Herr Thiele schon ausführlich dargelegt, wie komplex und schwierig dann die Materie am Ende sein wird. Auch hier wissen wir aus den hinterbliebenen Renten, dass es da regelmäßig Ärger gibt und Überraschungseffekte gibt, wenn Leute dann nach- und rückzahlen müssen. Das ist auch nicht immer ohne. Man muss sich immer klar machen, dass solche Dinge natürlich dann oft rückabgewickelt werden müssen. Und dann reden wir über Personen, die ja am Existenzminimum sind. Das ist ja schließlich sozusagen die Zielgruppe, über die wir reden. Und dann verlangen wir von denen wegen Nichtangabe von Einkommen rückwirkend, sich unterhalb ihres Existenzminimums kürzen zu
zu lassen, weil sie im Vorjahr kein Einkommen angegeben haben. Also sieht man auch schon, dass man auch schnell in Verfahren kommt, wo die Rückforderung der falschen Leistungen auch gar nicht möglich ist. Und all dies spricht aus unserer Sicht vehement dafür, eine Leistung in der Rentenversicherung aller Grundrente zu organisieren, wo den Leuten eben ohne Bedürftigkeitsprüfung bei Erfüllung bestimmter Voraussetzungen, die man als langjähriges Erwerbsleben deklariert, gewährt wird mit einer Zielhöhe in etwa der durchschnittlichen Grundsicherung. Und wenn im Einzelfalle das Geld nicht reicht, gibt es erstens Wohngeld, auch hier schlägt Herr Heil deutliche Verbesserungen vor, und zweitens dann noch die Grundsicherung, die dann, wie Herr Nullmeier vorhin ausführte, in jedem Einzelfalle immer das soziokulturelle Existenzminimum decken muss, was in vielen Fällen auch weit über eine Standardrente hinausgehen kann und deswegen eh nie von der Rentenversicherung als Zielgruppe tatsächlich geleistet werden kann, weil im soziokulturellen Existenzminimum ist Pflege, ist Unterhalt, mehr Bedarfe, alles inkludiert, und das kann am Ende sehr, sehr viel Geld kosten, und das kann niemals Aufgabe einer Rentenversicherung sein, alle Leistungen sozusagen in jedem Einzelfall zu decken. Vielen Dank, Herr Schäfer. Jetzt für die Fraktion Die Linke, Herr Birkwald. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an Herrn Dr. Blank vom WSI. Herr Dr. Blank, nach allem, was wir hier gehört haben, Die Linke unterscheidet sich ja in ihrem Rentenkonzept durch die Forderung nach einer armutsfesten Mindestsicherung im Alter. Wir nennen das einkommens- und vermögensgeprüfte solidarische Mindestrente. Und das soll ein unterstes Netz sein. Das wird oft missverstanden und als systemfremd kritisiert. Können Sie uns als Experte für das österreichische Rentensystem, wo es ja eine solche Mindestsicherung nach unten gibt, also die Ausgleichszulage, bitte beschreiben, wie die funktioniert und vor allem, wie viele Rentenbeziehende diese Ausgleichszulage bekommen und wie hoch der Zuschlag durchschnittlich ist? Herr Dr. Blank, aber bitte ein bisschen Blick auf die Zeit, oder? Weil das ist eine ausufernde Frage. Ich versuche es kurz zu machen, auch wenn das natürlich ein komplettes Referat wert wäre. Man muss einführend sagen, die Ausgleichszulage in Österreich ist eine Leistung, die sowohl außerhalb des Sozialhilferechts steht, als auch außerhalb des Rentenrechts, sich dazwischen schiebt, was die Leistungshöhe angeht und auch die Mechanik angeht. Sie wird durch die Rentenversicherung umgesetzt, sie ist einkommensgeprüft, aber nicht bedürftigkeitsgeprüft oder unterliegt auch keiner Vermögensprüfung. Die Höhe liegt bei für Alleinstehende etwas über 900 Euro, wird 14 Mal im Jahr ausgezahlt. Und das Grundprinzip ist, dass es rentenrechtliche Vorversicherungszeiten gibt. Also man muss 15 Jahre in die Rentenversicherung eingezahlt haben. Da werden auch teilweise Kindererziehungszeiten darauf angerechnet. Sie ist also nicht völlig voraussetzungslos. Unterhalb dieser Leistung gibt es weiterhin eine Sozialhilfeleistung, die bedürftigkeitsprüft ist. Sie schiebt sich also sozusagen zwischen das Sozialhilferecht, also die bedarfsorientierte Mindestleistung und die Rentenversicherung im engeren Sinne. Sie hatten jetzt noch konkret nach Daten gefragt. Über alle Rentenbezieher, also Pensionsbezieherinnen und Pensionsbezieher im österreichischen Duktus, sind es etwa 9% der Menschen, die diese Leistung beziehen. Wenn wir nur auf die Altersrenten gucken, knapp über 6%. Das Ganze funktioniert letztendlich vor einem Hintergrund eines deutlich höheren Sicherungsniveaus, das auch noch mit Maßnahmen des sozialen Ausgleichs, ähnlich wie in Deutschland, verbunden ist und dazu beiträgt, dass diese relativ großzügige Sicherungsleistung doch nur von eben 6% der Altersrentnerinnen und Rentner in Anspruch genommen werden muss. Der Rest ist sozusagen aus eigener Kraft darüber. Durchschnittlich ausgezahlt werden knapp über 300 Euro pro Person. Also es ist eine Leistung, ein Zielwert, auf den aufgestockt wird, und vorhandene Einkommen aus einer erwerbstätigen Versicherung werden angerechnet und dann um durchschnittlich 300 Euro aufgestockt. Vielen Dank, Herr Dr. Blank. Als nächstes Frau Mandala für die CDU-Fraktion. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe eine Frage an Herrn Dr. Tiede. Im Antrag der Linken haben wir ja einen erweiterten Schutz von Vermögen, zum Beispiel Wohnvermögen bis 200 Quadratmeter. Wie bewerten Sie jetzt diesen erweiterten Schutz im Verhältnis zu Berechtigten ohne Eigentum? Und dann noch eine weitere Frage, wenn wir hier von Einnahmen von Ehepartnern sprechen, könnten Sie sich vorstellen, dass eben auch Einnahmen von leiblichen Kindern mit einbezogen werden? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, jemand hat eine Immobilie, überschreibt sie dann kurz vor Renteneintritt den Kindern. Meinen Sie, dass das auch in irgendeiner Weise berücksichtigt werden kann? Herr Dr. Tiede.
Ich glaube, bei der Antwort bin ich ziemlich dicht bei Herrn Schäfer vom DGB. Ich glaube, in der Rentenversicherung haben Regelungen, bei denen Fragen des übrigen Einkommens, der Situation, ob ich eine Wohnung habe, eine gemietete Wohnung habe oder ein eigenes Haus, solche Dinge haben in der Rentenversicherung eigentlich wenig Platz. Es ist nicht ausgeschlossen, dass es sowas gibt, aber es sollte eigentlich wirklich so weit wie möglich draußen bleiben. Denn Rente ist eine Leistung, die ich erwerbe durch meine Beiträge, unabhängig davon, was sonst ist. Wir haben Maßnahmen des sozialen Ausgleichs neben diesem Äquivalenzprinzip. Das ist auch sehr sinnvoll, denn wir sind ja eine Sozialversicherung und keine Privatversicherung. Aber diese Maßnahmen des sozialen Ausgleichs sollten doch eng begrenzt und vor allem gut begründet sein, sozialpolitisch begründet. Und da ist es, glaube ich, schon schwer für einige von diesen eben diskutierten und angesprochenen Maßnahmen eine sehr gute sozialpolitische Begründung zu finden. Vielen Dank, Herr Vogel für die FDP-Fraktion. Ich fürchte, das lohnt nicht in 20. Machen Sie ruhig, dann machen wir. Also eigentlich ist freie Runde ist immer so ein bisschen. Dann mache ich in aller. Darum wäre es auch immer ganz nett, wenn man Fragen stellt, die in der Zeit machbar sind. Aber es kann nicht sein, dass die Letzten dann keine Fragen mehr stellen können. Okay, in aller Kürze hätte ich dann noch mal eine Frage an Professor Hages mit Bitte um kurze Antwort. Die Veränderung der Arbeitswelt führt ja auch zu vielfältigeren Lebensläufen, zum Beispiel mit längeren Phasen der Selbstständigkeit etc. Inwiefern wird denn in den Modellen darauf Bezug genommen, wenn da was schief geht, dann auch was zur materiellen Absicherung im Alter zu verbessern? Vielen Dank für die Frage. Das ist genau das, was ich ja anfangs schon eingegangen schon erläutert habe, dass eigentlich nur in dem Antrag der FDP alle leibrentenähnlichen Vorsorgewege mit berücksichtigt werden und wir eben davon hier ausgehen, dass im Zuge der Digitalisierung vor allem eben es keine klassischen Karriereverläufe mehr geben wird oder weniger geben wird als bisher. Und eben deshalb müssten eben Vorschläge, die dieses Thema eben angehen, möglichst vielfältige Vorsorge- und Sparformen eben berücksichtigen. Und das wäre dann eben der Antrag der FDP. Vielen Dank, Herr Professor Hages. Und jetzt noch ganz kurz Herr Kleinwächter für die AfD-Fraktion. Ja, wirklich ganz kurz an Herrn Professor Werding, bitte. Wir machen ja Politik für die Zukunft. Und die DAV hat in ihrer Stellungnahme geschrieben, dass das Ziel hinsichtlich des Ziels sozialversicherungspflichtige Beschäftigung soll im Alter auf jeden Fall zu einem erhöhten Alterseinkommen führen. Derzeit für 97% der Rentner gilt, die keine ergänzende Grundsicherung beziehen. Könnten Sie das ab 2035, sollten keine weiteren Reformen auch mit unterzeichnen? Oder glauben Sie, dass dort erhebliche Probleme auf uns zukommen bezüglich dieses Ziels, dass sozialversicherungspflichtige Beschäftigung im Alter dann auch zu einem erhöhten Alterseinkommen führt? Professor Werding. Das wird im Wesentlichen darauf ankommen, wie wir das gesetzliche Rentensystem in seinem Normalbetrieb auf den demografischen Wandel einstellen. Das ist die große Frage, die zurzeit in der Rentenkommission diskutiert wird. Die Fragen interferieren. Wir haben heute sehr wenig über demografischen Wandel gesprochen. Herr Hages hat es mal angesprochen. Aber die Antwort kann ich Ihnen erst geben, wenn wir gesetzliche Pläne für die Entwicklung ab 2025 im Normalbetrieb des Rentenrechts haben. Vielen Dank, Professor Werding. Dann möchte ich mich bei Ihnen allen Sachverständigen ganz herzlich bedanken für diese luziden Auskünfte, die Sie uns gegeben haben. Und Sie werden uns weiterhelfen auf dem künftigen Weg der Beratung dieser Anträge. Und wünsche Ihnen einen schönen Nachhauseweg.